träumt heute von der Heirat. Er war sein Gott und jetzt ist er allein. Ich wär ihn doch so einsam, wie schön wär so gemeinsam. Was man verträumt hat, das bringt man nimmer ein. Zum Kochen hat er eine, zum Waschen hat er eine, zum Strümpfe stoppen eine, nur fürs Herz noch hat er keine. Der alte Herr kann's leider, träumt heute von der Heirat, die er versäumt hat und trinkt ein bisschen mehr. Meinen Sie mich, Herr Inspektor? Gewiss, stehen bleiben. Ja, Herr Inspektor, was verschafft mir das Vergnügen, Herr Inspektor? Ausweisleistung. Das ist mir unangenehm. Gerade heute habe ich meinen Reisepass und meine sämtlichen Dokumente zu Hause vergessen. Das kennen wir schon. Wo kommen Sie jetzt her, 5 Uhr früh? Aha, von Rieselpark. Aha. Wer war denn der andere? Was für ein anderer? Der mit dem Kinderwagen. Kinderwagen? Ich hab keinen Kinderwagen gesehen. Was habt ihr da im Rucksack drin? Na, nichts Besonderes. Ein bisschen Frühstück, ein bisschen Teebutter für mich. Aha, haben wir wieder einen erwischt. Ja, jetzt kenne ich ihn erst. Ich habe das Vergnügen mit blauen Beutel. Das Vergnügen ist ganz ihrerseits, Herr Inspektor. Seit wann habt denn Sie einen kranken Ohr? Hey, aber nicht angreifen, das halte ich nicht aus. Ja, aber was spüre ich denn da? Aber das schon her. Wie interessant. Sie sind ja ganz ein Raffinierter. Ja, man muss konkurrenzfähig bleiben, nicht? Dann ziehen Sie den Rock anständig an und kommen Sie mit aufs Kommissariat. Kommissariat? Herr Inspektor, führen Sie mich gleich ins Landesgericht. Was? Ich bin erst gestern von dort durchbrennt. Morgen, Frau Reitzberger. Morgen. Was gibt's denn heute? Haben Sie mal was Gutes gebracht? Ein bisschen Kaffee habe ich gebracht. Ja. Keine Bäfter. Und eine Trockenmilch. Herr Butter, haben Sie heute keine? Nein, der hat mein Freund der Beutel im Rucksack. Ach so? Der wird Ihnen aber heute keine bringen können. Der muss vermutlich auf einige Zeit verreisen. Hey. Auf Wiedersehen, Frau Reitzberger. Auf Wiedersehen. Frau Reitzberger. Ja? Ja, was passiert denn mit Ihnen? Wo bleibt denn mein Frühstück? Aber ich komme ja eh schon. Der Rutscherei, oder? Man muss das letzte Wort sagen. Ach, das Franzimmer bringt mich noch ins Grab. Recht hast, schimpf nur nach. Hat auch noch kein Futter gekriegt. So was ist ja. Ich weiß nicht, wenn man sie nicht braucht, dann sind die ganze Zeit umeinander. Wie man sie braucht, ist nirgends zu finden. Ja, wir sind also, ja schon da, Herr Landesgerichtsrat. Nur keine Aufregung. Ich hab mir denkt. Aber wenn Sie jetzt am Denken anfangen, da ist ja ein Unglück. Ich hab Ihnen extra gesagt, Sie sollen mich da frühzeitlich aufwecken. Ich will einpacken, weil ich morgen in der Früh auf Urlaub fahren, nicht? Na, wenn Sie erst morgen fahren, dann darfst du heute gar nichts versäumen. Das müssen Sie mir überlassen. Ich bitte dich, beeile dich. Du weißt, bei einer gerichtlichen Vorladung muss man pünktlich sein. Eigentlich tierisch, so früh am Morgen vorgeladen zu werden. Na, no, das hast du dir doch selbst zuzuschreiben. Hätte ich ruhig zusehen sollen, wie ich in meinem eigenen Hause beraubt und bestohlen werde? Am Ende hast du die Brosche verloren, wie unlängst in Teplowitz. Ach, erinnere mich nur nicht an Teplowitz. Was hast du eigentlich gegen diesen schönen Ort? Schönen Ort? Ein Wald von Schornsteinen, Rauch, Ruß und sonstigen Annehmlichkeiten. Nur letzten Endes verdankst du diesem Ort alles, was dich hier umgibt, alles, was du anhast. Gott sei Dank bin ich nicht dazu verurteilt, das von dir waggonweise in Teplowitz erzeugte Bachchen anzuziehen. Nur du wirst bald zu etwas anderem verurteilt werden. Verurteilt? Ich? Ja, wegen Nichtfolgeleistung einer behördlichen Vorladung. Es ist gleich 9 Uhr. Das ist meine geringste Sorge. Mit so einem Landesgerichtsrat werde ich schon auch noch fertig werden. Nur ich befürchte mit diesem Herrn Rat Bachmeier nicht. Der soll nämlich ein ganz unzugänglicher Hüter des Gesetzes sein. Warten Sie, drehen das Radio auf, ja? Da haben Sie eine schöne Morgenmusik. Da wird es dann gleich besser aufgelegt. Ich bin ganz gut aufgelegt, aber Sie verdienen mir aber die Laune. Drehen Sie auf. Aber Sie hören doch sonst so gern Radio. Auf die Nacht, wenn ich allein bin. In der Früh habe ich nicht gern. Da kann Morgenmusik abdrehen, so ins. Haben Sie gesehen?
Schau, jetzt spielen sie aber gerade das liebe Lied von dem alten Herrn Kanzleirat. Wie schwer ist doch so einsam, wie schön wär's doch gemein. Sehr lehrreich. Da könnte sich manch einer ein Beispiel dran nehmen. Obdringend trinkt, ne? Aber schauen Sie, er singt doch so lieb. Kann aber nicht leiden. Oh, der Kleine. Zum Kochen wir der eine, zum Waschen wir der eine, trinkst du mit eins. Butter mit keine? Nein. Warum? Was meinst du noch was Salz her? Hä? Soll ich mir da mit den Kaffee? Ich hab heute keine geliefert bekommen. Geliefert bekommen? Man wird ja dann die dritte kaputt ins Haus liefern, wenn sie nicht umschaut. Nein, ich krieg da immer kein größeres Quantum, ne? Auf Karten? Aber Herr Rat, jetzt sagen Sie mal, was glauben denn Sie eigentlich? Was stellen Sie Ihnen denn vor? Was? Na, hören Sie? Sie werden im Schleich? Ja, natürlich. Und auf die Marken hättest du die ganze Zeit keine gekriegt. Ja, sind Sie wahnsinnig? Wie können Sie mir als Landesgerichtsrat Bachmeier ein Schleichhalt als Butter? So, also, so, so regen Sie sich doch nicht so auf. Sowas. Sie brauchen es ja nicht zu wissen, nicht? Aber jetzt weiß ich. Und jetzt muss ich es amtlich zur Kenntnis nehmen. Verstehen Sie, Frau Weisberger? Amtlich. Die Adresse. Die weiß ich doch selber nicht. Was? Ein Unbekannter schickt mir sie immer vom Land. Aha, aha, kennen wir schon. Diese Ausrede. Nein, ich werde schon Licht in die Sache bringen. Da garantiere ich Ihnen. Wo sind denn meine Jägerhemden? Woher soll denn ich das wissen? Wenn Sie es mir wie immer zum Ausbessern und zum Waschen gegeben hätten, dann wären Sie schon längst fertig. Aber Sie ins Amt haben Sie es geschleppt, weil es um 5 Groschen billiger kommt. Sind Sie fertig? Und die Hemden? Nein, Sie! Ja, dann hätten Sie es nur mir gegeben. Nein, Ihnen gebe ich nichts, denn wir von Ihnen lassen mich nicht glücklich machen. Was haben Sie denn da in dem Bagerl, ha? Die Jägerwäsche vom Herrn Landesgerichtsrat. Die muss er noch vor seinem Urlaub haben. Ach so, na ja, dann ist schon gut. Langsam, langsam. Los, dann wird's sein. Guten Morgen. Sind Sie vorgeladen? Nein. Dann warten Sie draußen. Na, besonders höflich sind Sie nicht. Dafür sind wir im Landesgericht. Da braucht man nicht höflich sein. Hasardspieler, Erpresser, Dieb, Hochstapler. Das ist eine schöne Begrüßung. Warten Sie draußen, bis Sie gerufen werden. Na, mit mir werden Sie schon eine Ausnahme machen. Ausnahmen gibt es nicht. Wir sind hier nicht am Wohnungsamt. Ich bin nämlich aushilfsweise als Protokollführer dem Herrn Rat Bachmeier zugeteilt worden. Ach so, na gut. Lenkst dabei ab, Herr Dr. Hofstetten. Breit mir. Herr Landesgerichtsrat Dr. Bachmeier, bitte. Auf dem Korridor bin ich prinzipiell nicht zu sprechen. Ja, aber bitte schön, Herr Landesgerichtsrat. Nein, ich hab keine Zeit. Warten Sie, bis Sie drankommen. Unglaublich. Schon auf der Stiege überholt habe ich schon ein Frauenzimmer. Und die Lose tut es bisschen schwarz wird. Herr Rat, ja? Ich bin Ihnen aushilfsweise vom Präsidenten als Protokollführer zugeteilt worden. Herr Dr. Schulz ist nämlich erkrankt. Krank ist er? Ausgeschlafen ist er nicht. Bummelt hat er, gelumpt hat er. Wird er gar nichts. Hab ich schon mal gelumpt? Ja, niemals nicht, Herr Roth. Wie heißen Sie denn, Herr? Dr. Egon von Hofstetten. Von? Oje. Danke, danke, lass es mir. Und Sie sind ja parfümiert. Was? Das soll alle jetzt noch vornehmen? Vor den Urlaub? Werden wir sehr kurz machen. Ja. Da bin ich. Oh, mein Geld, das ist. Für mein Geld, das ist. Da hat es mir eingesteckt. So was Blödes. Kommt her. Haben Sie 5 Schilling? Das ist die Lebensmittelkarten und da besorgen Sie mir für die Reise 5 Decker Streichwurst und 10 Decker Emmentaler. Aber kleine Löcher, sonst hat man ja gar nichts davon. Bitte, Herr Rat. Herr Doktor, stehen Sie die mal herum, setzen Sie ihn nieder und schreiben Sie. Aber deutlich bitte, dass man es lesen kann. Verzeihung, Herr Rat, ich komme. Sie haben aber nicht zu kommen, wenn Sie nicht gerufen werden. Gehen Sie raus. Gehen Sie raus! Fritz und Marianne Seewald. Seewald? Das sind doch gute Bekannte von mir. Haben die auch was verbrochen? Sind vorläufig als Zeugen geladen. Ja, ist das eine liebe Überraschung. Ja. Also denke dir, ich mache ja die Aushilfsweise beim Herrn Rat Bachmeier Dienst und da höre ich plötzlich deinen und Mariannens Namen. Hast gedacht, wir haben auch etwas ausgefressen, ja, ehrlich gesagt, erschrocken bin ich im ersten Moment schon. Die Herrschaften fertig sind mit der Privatunterhaltung, dann möchte ich vielleicht bitten. Oh, pardon, ich komme schon. Bitte schön, Herr Doktor, kennen Sie vielleicht... Liebe Frau, ich kann doch nicht gegen den Willen des Herrn Rates. Sie kommen in diesem immer Sturm.
Mit Ihnen war auch eine gewisse Marianne Seewald vorgelohnt. Ist das Ihre Frau? Ja, sie lässt um Entschuldigung bitten, sie kommt etwas später. Aha. Wieder nicht fertig worden mit der Toilette, die Gnädige. Ach, Sie kennen meine Frau heran? Ich kenne sie nicht, aber sie ist ja so Frauenzimmerwart, nicht wahr? Dann sind Sie also auch verheiratet. Gott sei Dank, nein. Ich habe mit den Frauenzimmer wenig zu tun. Mein Gott, man muss eben etwas nachsichtig sein mit Ihnen. Ginter, energisch muss man sein, nicht wahr? Aber natürlich, wenn man so ein Pantoffelhütte ist, ein Waschlopp, ein Seemantel, dann ist es ja kein Wunder. Ja, wenn ich auch so energisch sein könnte, möchten Sie mir nicht das Rezept verraten. Ich habe was anderes zu tun, nicht wahr? Wo ist denn der Akt, Emma Sturm? Noch einer, da ist er. Bitte. Wieder kein Schnierl. Wieder kein Schnierl drauf. Ja. Danke. Schon wieder alles im Akt drinnen. Was im Akt drinnen ist, ist wurscht. Die Hauptsache ist der Schnierl. Merken Sie sich das für Ihre zukünftige Karriere. Sie haben da eine Anzeige. Er stattet den ihr Stummmädchen immer Sturm. Ich nicht. Aber meine Frau wollte durchaus. Ah, die Gnädige war so liebenswürdig. Mhm. Weil wir gar so wenig zu tun haben. Mir ist die Sache sehr peinlich. Die Emma hat ja wahrscheinlich die Brosche gestohlen, aber wer weiß, ob sie nicht durch die Macht der Umstände in diese Zwangslage gekommen ist. Macht der Umstände, was heißt Zwangslage? Wenn sie die Brosche gestohlen hat, ist sie eine Verbrecherin und fertig. Ja, aber viele Menschen können wirklich nichts dafür, dass sie Verbrecher sind. Und wie kommen Sie zu dieser merkwürdigen Anschauung über die gewöhnlichsten Moralbegriffe? Ja, ich habe auch einige Semester Jus studiert. Und da hat uns ein Professor gelehrt, dass jeder Mensch als Verbrecher geboren wird. Ihr Herr Professor gehört entschieden ins Panoptikum. Ich kann das sicher sagen. So was habe ich noch nicht gesagt. Also jeder Mensch ist von Haus aus zu blöd. Also zu blöd. Da bin also ich auch zum Verbrecher geboren. Diese Verhältnisse möchte ich kennen, die mich dazu bringen könnten, irgendeine gesetzwidrige Handlung zu begehen. Der Landesgerichtshof Bachmeier begeht eine Erpressung, meldet sich vor, spielt Hazard, macht sich eine Amtsbestechung schuldig und dann etwas aus Trauer noch einen kleinen Ehebruch. Ja, warum denn nicht? Wenn einem die Richtige über den Weg läuft, die Liebe ist eine gar gewaltige Triebkraft, Herr Rat. Ich bin nicht aufgelegt, mir von Ihnen Vorträge über die Liebe und die Triebkraft heute zu. Guten Tag. Ich bitte um Verzeihung, dass ich mir erlaubt habe. Ihre Frau muss ich noch vornehmen. Meine Hochachtung, Herr Oberrat. Rat, ich bin nur Rat. Pardon. Oberrat, guten Tag. Servus, lieber Hofstädt. Wiedersehen. Jetzt ist er schon wieder da. Herr Rat, ich kann nicht mehr länger warten. Meine Erdäpfel brennen mir an. Ihre Erdäpfel sind mir wurscht. Wenn Sie noch mal unterstehen, ungerufen hereinzukommen, so lasse ich Sie in den Disziplinararrest abführen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unglaublich, diese Frauenzimmer. Jetzt fällt mir rein, meine Jägerwäsche ist auch noch nicht von der Reparatur gekommen. Ich habe ja ausdrücklich gesagt, im Laufe des Vormittags. Ja, schauen Sie mich nicht so entgeistert an, Herr Doktor. Ich trage Jägerwäsche. Jägerwäsche? Ja, Trikotunterwäsche. Wenn es nicht anders wird, was hygienisch ist. Und billig ist es auch. Wenn jemand nach mir fragen sollte, ich bin im Präsidium, ich melde nur meinen Urlaub an. Morgen, Oberlandesgerichtsrat. Ach, Herr Kollege, gut, dass Sie da sind. Ja? Ich wollte Sie ohnehin später in Ihrer Kanzlei aufsuchen. Ja, bitte, was handelt sich, Herr Landesgerichtsrat? Ich wollte mich nämlich erkundigen, wie Ihnen heute Ihr Frühstück gemundet hat. Ja, warum ein kurzes Lackerl-Kaffee? Lackerl-Kaffee, so. Sonst nichts? Nicht ein bisschen Marmelade, Keks, Butter? Nein, das kann ich mir nicht leisten. Bei meinen Bezügen. So. Verzeihen, Herr Landes. Also, ich will Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Heute Morgen ist nämlich unser Freund wieder eingeliefert und mir vorgeführt worden. Unser Freund? Ja, der dicke Wiesinger. Der Bladepoll? Ja, ganz richtig, der Bladepoll. Er behauptet, dass er Ihr Butterlieferant ist. Ach du, die Reisberger. Ja, der Name stand auf seiner Kundenliste. Diese Reisberger, eine furchtbare Person. Dreimal habe ich hier schon gekündigt. Dreimal ist es schon geflogen, aber die ist ja wie ein Bumerang. Die kommt ja immer wieder zurück. Also seien Sie ganz unbesorgt, Herr Kollege. Ich habe mir diese Frau Reisberger bereits vorgenommen. Bin also vollkommen im Bild, dass Sie keine Ahnung davon haben, dass er Ihr Lieferant ist. Also ich bin ja ganz außer mir. Wo ist er denn jetzt, der Inkulpat? Ja, der ist natürlich hier. Den können Sie sofort sehen. Warten Sie mal. Ja, ich habe ja noch Zeit zu meiner nächsten Verhandlung. Wenn es Ihnen recht ist, begleite ich Sie selbst zu ihm. Bitte, ja, bitte darum. Schön.
Ja, aber Moment, Sie wollten doch zum Präsidenten. Nein, nein, das hat Zeit. Bitte, ich bin ja gar nicht in der Verfassung, jetzt zum Präsidenten zu gehen. Darf ich Sie bitten, Herr Kollege? Bitte schön. So was. Also, hier haben Sie unseren alten Freund in Lebensgröße. Sie? Wer gibt Ihnen das Recht? Also, Herr Kollege, nur Ruhe. Sie kennen mich? Jawohl, Herr Kollege, Herr Landesgerichtsrat. Wieso wissen Sie, wer ich bin? Ich bin, das weiß ich nur, weil Ihnen der Herr Oberrat, Herr Kollege gesagt hat. Da habe ich sofort geknastet, dass Sie auch nur so was Ähnliches sein können. Sie kennen mich also nicht persönlich. Bedauere, habe ich bis jetzt nicht das Vergnügen gehabt, Ihr Alberter Schwert. Schweigen Sie! Sie sind Schleichhändler. Zu denen, Schleichhändler. Wenn vielleicht was gefällig ist, ist eine Unverschämtheit. Kennen Sie meine Frau Reisberger? Jawohl, Herr Reisberger. Sie, machen Sie keine Witze. Ob Sie die Hausbesorgerin Frau Reisberger kennen? Ah, das ist der Hausmeister? Sie! Das kenne ich bald selber nicht mehr aus. Ich frage, ob Sie die Frau Reisberger kennen. Wenn Sie Wert darauf legen? Jawohl. Das ist eine mittelmäßige Kundschaft, keine große Sache. Wissen Sie, für wen Sie bei Ihnen einkauft? Freilich. Deshalb mache ich auch einen Ausnahmspreis. Es soll unter uns gesagt, ein Kollege von Ihnen, von ihr verfestigt werden. Und da habe ich mir gedacht, macht einen Reklampreis, nicht wahr? Vielleicht kann man den Herrn einmal brauchen. Man kann ja nicht wissen. Aber es scheint bei ihm nicht viel herauszuschauen. Scheint ein recht notischer Herr zu sein. Eine Unverschämtheit. Pardon, bitte, wenn Sie stört. Also es scheint kein notischer Herr zu sein. Also ich bin außer mir. Ich denke, Herr Rat, wir lassen es jetzt genug sein. Einsperren so einen Kerl, dass die Schwarten krachen. Kosten dunkel. Bitte, der Mensch ersticht ja im Fett. Ausrotten die ganze Schleich in der Gesellschaft. Mit Stumpf und Stiel. Na, na, na. Nur nicht gut sogar. Nur nicht so aufgeregt, Herr Rat. Also kommen Sie, Herr Kollege. Vollkommenes Subjekt. Nur geht's nur. Bin ich froh, wenn ich mehr Ruhe hab. Aber vielleicht, Herr Rat, ich meine halt nur so. Man kann niemals nicht wissen. Na, das muss ja ein Musterexemplar von einem Krampus sein, dieser Rat Bachmeier. Aber als Tochter des Kreisgerichtspräsidenten fürchte ich mich trotzdem nicht vor ihm. Ich bleibe, mein Schatz. Du musst mir nur raten, was ich machen soll. Nun, wenn dein Papa durchaus wünscht, dass du nach Hause fahren sollst, dann fährst du mit ihm nach Hause. In Kärnten ist es doch jetzt viel schöner als hier. Und ich nehme mit ein paar Tage Urlaub und reise dir nach. Du glaubst, dass du kommen kannst? Sicherlich. In ein paar Tagen bin ich bei deinem gestrengen Herrn Papa, um mich ihm als zukünftigen Schwiegersohn vorzustellen. Ach, das wäre herrlich, Schatz. Du lieber du. Was ist denn da los? Verzeihen Sie, Herr Rat. Sie geben sich hier Rendezvous im Landesgericht? Er ist unschuldig. Das sagt ja jeder bei uns. Die Sache ist nämlich so. Sie interessiert mich nicht, Fräulein. Wenn Sie küssen wollen, dann gehen Sie in den Kino. Herr Landesgerichtsrat, es hat sich um eine wichtige Mitteilung gehandelt. Ja, ja. Ich habe diese Mitteilung schnutzen gehört bis ins nächste Zimmer. Küssen scheinen Sie zu können. Ob Sie in Stand sind, ein richtiges Protokoll zu schreiben, das wird sich erst zeigen. Jedenfalls ist mir das Erste wichtiger, mein lieber Herr. Sie? Ich bin nicht der liebe Herr. Für Sie bin ich der Herr Landesgerichtsrat Leopold Bachmeier. Und das sollte ja so sich das Amtslokal gefälligst zu verlassen. Komm, Lili. Sie gestatten, Herr Landesgerichtsrat, dass ich das Fräulein hinausbegleite. Bitte darum. Also von nun an kennen wir uns nicht mehr. Unglaublich! Nicht einmal die Heiligkeit des Landesgerichts ist von dieser blöden Liebe sicher. Drachen bleiben! Das ist aber ein sonderbarer Empfang. Ah, Herr von Hofstetten. Guten Morgen. Müssen entschuldigen, ich habe nämlich gedacht, das ist wieder diese zudringliche Person von vorhin, die immer umgerufen. Marianne Seewald ist mein Name. Bitte. Stört das? Dankeschön. Sie müssen verzeihen, Herr Rat, dass ich Ihre kostbare Zeit mit meiner Angelegenheit in Anspruch nehme. Nein, Sophie, hier gibt es nichts zu verzeihen, nicht nur Ihre Angelegenheit ist meine Pflicht. Hier gibt es weder Unterschiede noch Rücksichten. Oh, Herr Rat, was Sie da sagen, gefällt mir riesig. In Ihren Worten liegt Energie und energische Männer imponieren mir. Mein Mann zum Beispiel ist gar nicht energisch. Nicht so viel. Ja, ja, das habe ich bemerkt, weil er auch nicht genügend streng mit ihm, ich meine, weil er sich nicht genug streng an die Tatsachen heute bittet.
Und er hat ja auch die Geschichte mit dieser Brosch zu beschönigen versucht. Ja, ja, so ist er. Wir haben uns auch deswegen gestritten. Ich habe heute Morgen beschlossen, mich von meinem Mann scheiden zu lassen. Naja, ein häuslicher Streit ist ja doch immer kein Scheidungsgrund. Ja, aber Teplowitz ist ein Scheidungsgrund. Hm? Mir ist ein Scheidungsgrund, Teplowitz. Nicht bekannt. Vielleicht beim Zivilgericht. Nein, wissen Sie, mein Mann besteht darauf, dass ich den ganzen Sommer dort verbringen soll. Habe ich zu ihm gesagt, bitte schön, geh du nach Teplowitz, ich gehe an den Wörthersee, nach Felden. Na, habe ich nicht recht, Herr Rat? Ja, so. So ganz Unrecht kann ich Ihnen ja nicht geben, nicht wahr? Ja, aber bitte, jetzt muss ich Sie da wegen amtlich Einvernehmen verzeugen, nicht wahr, wenn Sie so gestohlenen Brust. Herr von Seewald, Herr von Seewald! Ach, Frau Blumenreich. Denken Sie sich dieses Glück, Herr von Seewald. Was ist denn passiert? Die gnädige Frau hat mir doch vor 8 Tagen ein Abendkleid so um mich geschickt. Und da, wie ich heute mit der Arbeit an dem Kleid anfange, das... Was ist denn los? Was haben Sie denn? Die Brosche habe ich. Die Brosche, die gnädige Frau so vermisst. Ach. Ja, bitte, und worauf stützt sich eigentlich Ihr Verdacht gegen diese Emma Sturm? Vor allem auf eine Liebschaft, die sie angeknüpft hat. Sie hat sich seitdem total verändert. Glauben Sie nicht auch, Herr Rat, dass ein Mensch seinen Charakter total verändern kann, wenn er sich verliebt? Es soll solche Fälle vorgekommen sein. Die urteilen Sie selbst. Wer sollte die Brosche sonst genommen haben? Na ja, das sind allerdings schwerwiegende Verdachtsmomente. Na sehen Sie, Herr Rat, mein Mann hat mich ausgelacht. Ja? Der Herr Gemahl scheint die Dinge überhaupt von der leichten Seite zu nehmen. Er ist Fabrikant, nicht wahr? Ja, aber er fabriziert Barchend. Barchend? Ist das nicht die reinste Ironie? Wo ich nur hauchdünne Seidenstrümpfe und Seidenwäsche trage? Das ist wohl, komm mal, das ist eine Ironie. Das ist eine... Habe ich nicht recht, Herr Rat? Und wie Sie vollkommen recht. Herr Doktor, gehen Sie mal hinüber in die Registratur und schauen Sie, ob da welche Vorachten laufen gegen diese Emma-Sturm. Aber genau, nicht wahr? Jawohl, Herr Rat. Herr Doktor, gehen Sie bei dieser Gelegenheit, können Sie gleich noch auch hier die Vorachten heraussuchen. Das geht zusammen. Das weiß man, das nehmen Sie auch mit, aber gründlich. Ich werde mich bemühen, Herr Rat. Ja. Ein eleganter Mensch, dieser Hofstetten, ne? Ich schwärme so für Eleganz, gut sitzende Kleider, Parfum, schicke Krawatten, Seefährhemden. Das ist mein Genre. Ein Mann zum Beispiel mit Trikot und Unterwäsche. Mit Jäger. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt kann ich aber nicht mehr warten, Herr. Ich komme von meiner Schwägerin, der sie ihre Wäsche zum Ausbessern gegeben haben. Sie wissen schon, die Jäger. Weiß ich, die Frau Jäger. Aber nein, die Jäger. Ich weiß es. Gehen Sie es hinunter zum... Die gnädige Frau hat mich zu sehr gekränkt. Hören Sie doch schon endlich auf zu heulen. Ich will doch alles machen, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Warte, ja, kommen Sie mal, ja? Sie sollen auch eine Freude haben. Ich werde das von meiner Frau schon verantworten. So, warte. Hier nehmen Sie das weiße Kleid der gnädigen Frau als Trost. Na, wollen Sie es haben? Na. Also, nehmen Sie es doch. Dann möchte ich schon lieber das Blaue. Na. Und für eine schicke Frau wird Barchend mit der Zeit ein bisschen öde. Juju. Barchend färbt ab, Herr Rat. Ist er nicht echt färbig? Nein, ich meine, seelisch färbt er ab. Juju, ich weiß schon, das ist nur eine Floskel meinerseits. Ja, genauso wie Teplowitz abfärbt. Teplowitz färbt auch ab. Ja, und darum will ich auch nicht dorthin. Sehr richtig. Bitte, eine so schicke Frau wie Sie, die gehört nach Gänserndorf, Grumpendorf, Ostende, Truwil. Nein, ich bin schon mit Grumpendorf zufrieden, mit Pförtach, mit Felden. Aber Teplowitz, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Er soll nach Teplowitz und wir vorne am Wörthersee. Ich meine Sie, Frau, nicht? Sie fahren nach Felden. Ja,
Ja, ich fahre nach Felden. Verzeihung, ist es möglich, aber meine, geht das, dass eine Dame so ganz allein so... Wieso? Das ist doch das Interessante. Ja. Finden Sie nicht auch heraus? Ob ich, natürlich. Draußen bleiben. Verzeihen Sie, wenn ich ungerufen eintrete, Herr Rat. Also, die Brosche hat sich gefunden. Die Emma ist unschuldig. An der ganzen Geschichte bist nur du schuld. Bitte keine Ausfälle, Sie sind hier nicht in Deplowitz. Sehen Sie, Herr Rat, sehen Sie, so ist er. Immer aggressiv. Was, ich? Bitte zur Sache. Also, meine Frau hat dieses wertvolle Schmuckstück an ihrem Abendkleid stecken lassen. Durch deine Leichtfertigkeit wäre das arme Stubenmädchen beinahe ins Unglück gekommen. Du solltest dich schämen. Bitte, Herr Rat, bitte. Wir haben mich behandelt. Herr Seewald, Sie sollten nicht so heftig sein. So, und vor einer Stunde haben Sie selbst gesagt, ich soll energisch gegen meine Frau auftreten. Ich sei ein Seemantler, ein Waschlappen, ein Pantoffelheld. Was, das haben Sie gesagt? Ich verbiete Ihnen, einzelne Phrasen aus meinem Gespräch herauszureißen. Habe ich denn gewusst, dass Sie so eine reizbare Natur haben? Ach, ich bin sehr unglücklich. Bitte, na also, jetzt sehen Sie, jetzt weinen Sie, die Arme. Natürlich, wenn man mit einem Tyrannen verheiratet ist, mit einem Diktator, der nichts anderes im Kopf hat, als wie einen Bart, noch dazu, der abfärbt, dann ist es ja kein Wunder. Ist doch lächerlich. Ja, gar nicht lächerlich. Und jetzt wollen Sie Ihre Frau nach Teplowitz verbannen, über den ganzen Sommer, nach Teplowitz. Na, kennen Sie den Teplowitzer Rat? Nein, aber was kann das schon für eine Gegend sein, die Teplowitz heißt? Das ist der richtige Ort für meine Frau. Da kann sie wenigstens nicht flirten, nicht kokettieren. Ich fahre jedenfalls heute noch hin. Ja, und ich nach Felden. Ich habe die Ehre, Herr Rat. Und da... Es war wirklich nett von Ihnen, Herr Rat. Ich danke Ihnen. Oh, bitte. Und Ihre Frau, aber die Geschichte mit der Brosch hätte schief ausgehen können. Wirklich? Ja. Schrecklich. Ich werde es nicht mehr wieder tun. Also, Herr Rat, ich glaube, ich muss jetzt auch gehen. Oh, bitte. Ja, verzeihen, das noch zu unterschreiben. Ja. Das Protokoll, nicht wahr? Ist noch zu unterfertigen. Die letzte Seite. Was sind das Ihre Röllchen? Die hat der Ding vergessen, eine Partei. Ja. Danke. So bitte. Also. Adieu, Herr Rat. Christian. Jo. Und die Frau fahren jetzt also nach Felden? Ja, unbedingt. Aha. Und der Herr Gemahl? Und glauben Sie nicht, dass er nachkommt? Sicher, er wird nachgeben. Sie werden sehen. Nein, das glaube ich nicht. Na? Nach der Szene. Wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt ja, hat. Ja, das ist mehr Dickkopf. Ja. Ja. Herr Rat? Die Frau? Bitte dich. Ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Nein, pardon, ich meine, falls Sie wieder eine gestohlene Brosche verlieren. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Rat. Gesehen, ja. Auf Wiedersehen. Das ist eine reizende Frau. Das ist ein Handschuh, hat vergessen. Ich hätte ihn nur einen zweiten. Ich habe ja alle Akten durchsucht, Herr Rat. Herr Doktor? Bitte? Bleiben Sie einen Moment, ich möchte Sie nämlich noch was fragen. Kennen Sie mir nicht die Adresse sagen, wo Sie diese Socken kaufen? Die meine Designhemden und die Krawatten. In der Kärntnerstraße 92, die Moden aus dem Gentleman heraus. Gentleman, aha. Sagt das wohl da Anzüge auch? Da bekommen Sie alles, Herr Rat, große Auswahl. Ich brauche da schon einen Panama-Hut und so verschiedenes für einen Freund von mir, der hat mich ersucht. Na sicher, Herr Rat. Nur ja, so werden die Adresse geben. Bitte, Herr Rat. Aha, ja, danke. Ja, die Hände sind ein bisschen feucht, jetzt bin ich überhaupt. Ja, 92. Das war Kärntnerstraße 92. Oh, Kärntner habe ich. 92. Zum Kargut noch. Ich brauche es ja so klumpert. Ein Gentleman braucht es. Zum Gentleman. Thank you.
Also, verehrte Hausfrau, liebe Frau Scherzer, meine Tochter kommt doch. Da sehen Sie, Herr Präsident, wie unbegründet Ihre Besorgnis war. Weiß der Teufel, warum sie durchaus den ganzen Sommer in Wien bleiben wollte. Das ist die Liebe, nur ganz allein. Liebe gnädige Frau, unter Ihren Gästen wird da etwas Außerordentliches zu finden sein. Ich meine, könnten Sie einem besorgten Vater vielleicht ein paar Winke über Ihre Pensionäre geben? Wir werden hier schon ganz besonders annehmen. Meine Pension hat sich noch jedes Jahr jemand verlobt. Na, Papschi, wie gefällt dir mein neuer Badeanzug? Was? Na, das ist ein Skandal, aber kein Badeanzug für meine Tochter. Na, so wirst du nie einen anständigen Bräutigam finden. Wer sagte denn, dass ich nicht schon einen habe? Na, das wäre ja noch schöner. Du merk dir, dein zukünftiger Mann muss in erster Linie mir gefallen. So, und mir braucht er gar nicht zu gefallen? Ja, gewiss, gewiss, das lässt sich doch alles vereinen. Suchen darfst du ihn. Aber finden werde ich ihn. Nein, nein, nein. Herrin? Grüß Gott, Herr Rat. Grüß Gott, Sie wünschen? Der Portier hat gesagt, dass Sie mit mir sprechen wollen. Ich? Gewiss, ich bin die Frau Sedlmeier, Besitzerin von hier, die Frau vom Seeblick. Nein, nicht Seeblick, das ist doch... Der Portier ist ja ein Esel von Ihnen, das kann ich Ihnen schon sagen. Bis ich angekommen bin, habe ich ihn ausdrücklich gefragt, ob hier die Frau Seewald wohnt. Seewald? Seewald, was denn, aber nicht Seeblick. Blick, Ihr Blick interessiert mich nicht. Aber, Herr Rath. Nein, aber es war's, bitte, schauen Sie ihn an, jetzt habe ich alles ausgepackt, jetzt kann ich wieder einpacken. Nur weil der Depp ist eine Irreführung. Na, warte, Herr Rath, geh jetzt runter, schau in der Fremdenliste nach und wir werden es gleich. Na ja, Frau Blick, Frau Dingsfrau, wo ist denn da ein Friseur? Gleich unten das zweite Haus rechts. Aber Pepperl, was machst du? Du hast jetzt viel weggeschnitten. Entschuldigung, schon einen Augenblick. Ja, sag mal, kannst du nicht aufpassen? Ich habe eh aufgepasst. Das nennst du aufpassen? Du schau her, dass du viel zu viel hineingefetzt. Und da, und da, und da, mein Lieber, ich werd dir geben. Du, entschuldigung, schau her, Hofbauer, aber mein Sohn ist halt noch ein Anfänger. Ja, ja, ein Anfang ist schwer. Ich will die Sache sofort in Ordnung bringen, Herr Hofbauer, gell? Und du machst aber diesen Herrn da fertig. Schön rasieren und Schnurrbart stutzen. Ach, du machst das? Kannst du gut rasieren, Burscherl? Hm? Oh ja, ich hoffe. Du hoffst? Wie lange rasierst du denn schon? Sie sind der Erste, wo ich darf. Ich kann ja lieb werden. Guten Tag. Habe dir eine Hochachtung, mein Kompliment. So, Herr Hofbauer, jetzt ist wieder alles in schönster Ordnung. Oh, ich danke sehr. Darf ich bitten, Platz zu nehmen? Wie gewöhnlich, bitte schön, ja. Nicht wahr? Ja, hallo, jetzt machst du mich zuerst einmal fertig. Bedauere, mein Herr, bitte einer nach dem anderen. Das heißt, einer nach dem anderen, der Herr ist ja viel später gekommen als wie ich. Lieber Herr, was wollen Sie eigentlich? Sie werden doch ohne dies bereits ja, verdient. Bitte, wischen Sie sich doch nicht in meine Angelegenheiten. Ich habe mit dem Friseur gesprochen. Schließlich haben Sie aber mich gemeint. Ja, natürlich habe ich Sie gemeint, weil das eine Ungehörigkeit ist. Erlauben Sie? Ich erlaube noch gar nicht. Wieso kommt denn nicht dazu, dass ich mich von dem Bub da massakrieren lassen muss? Verzeihung, bisher hat sie meinen Sohn nicht geschnitten. Würde ich mich vielleicht nicht dafür bedanken? Sie sehen doch, dass dieser Herr nur stänkern will. Ich verbiete mir das nicht. Ich stänkere, sondern... ich vielleicht? Sie haben doch angefangen. Natürlich. Sie haben, weil Sie sich eingedrängt haben. Weil Sie sich eingeschmuggelt haben. Sie sind mir aber zu bunt. Ihr Formempfinden ist mir ziemlich wurscht. Komme später wieder. Bis dieser Herr draußen ist. Ich bin kein Herr, sondern... Interessiert mich nicht im Geringsten, wer Sie sind. Unglaublich, ist wirklich... Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, Herr Kreisgerichtspräsident. Was? Solche Kurgäste verleiden einem den ganzen Aufenthalt. Jetzt habe ich aber genug. Jetzt so blöd. Ja, schauen Sie mir an, wie ich ausschaue. Ich bin ja ganz rot. Entschuldigung, wir wollen ja noch den Schnurrbart stutzen. Nein, das machen wir allein. 1,80. Ja, ja, es ist in Ordnung. Guten Tag. Ja. So was Blödes hab ich noch nie gesehen. So was Blödes, weil der Bub am Buben gibt er mir. Hm, so schaut man aus wie er. Ja, ja, aber schlechter, das sind die Kinder. Jetzt kann ich ihn ganz wegnehmen. Ole, 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 ole
alle Männer hier am Strand, mit und ohne Sonnenbrand, blühen vor Begeisterung, kommen gleich in Schwung. Alle Fischchen hier am See kommen freudig in die Höhe, wenn den Morgen Bart du nimmst, zwischen ihnen schwimmt. Selbst der kleine Meine Herren, Ihr freundliches Interesse ehrt mich, aber irritiert mich auch. Zücken Sie Ihre Kanonen auf andere Objekte, ich bin doch kein Filmstar. Aber das Star unseres Strandes sind Sie, Gnädige Frau. Wenn ich persönlich ein kühnes Wort wagen dürfte. Nein, das dürfen Sie nicht, dann gehe ich lieber. Aber so lassen Sie sich doch wenigstens Ihr entzückendes Händchen küssen. Aber bitte, nein, das lassen Sie mich doch, nein, ich will nicht. Oh. Bravo! Das war wirklich ein eleganter Spruch. Es ist einfach bezaubernd von Ihnen, holde Nixe, dass Sie sich zu uns runterführen. Ja, ja. Ja, danke Ihnen unisono für den glänzenden Einfall auf uns gefallen zu sein. Gestatten Sie, dass ich den feuchtfröhlichen Anlass benütze, Waltersheim. Kreisgericht. Freundlich, Herr Präsident. Gestatten Sie, dass auch ich mich Ihnen vorstelle. Professor Bodersam aus Graz. Kraftstoffe, Privatier aus Linz. Hatschi! Entschuldigen, Gnädige, wenn ich nicht mitschwimme. Ich bin nämlich Hatschi! Ein bisschen verkühlt. Verzeihen Sie, wenn ich diese brillante Gelegenheit nicht vorübergehen lasse, mich als Ihr Zimmer- und Kabinennachbar vorzustellen. Ebeseder, Eduard Ebeseder. Meine Herren! Darf ich gleich einen Vorschlag machen? Jetzt, wo wir die schönste Frau in unserer Mitte haben, lassen wir sie einfach nicht mehr aus. Oh, ich bin von dem Regen da oben mitten in die Traufe heruntergefallen. Wir lassen sie einfach nicht mehr aus unserer Mitte. Hey, das ist Are you looking for something? Excuse me, I am... You speak English? A little. I am only showing a woman. Your wife? No wife. Lady, pardon, madame. Au revoir. Oh, vous êtes français? Huh? Vous parlez français? Funny fellow. Your feet are very long. This is here. Sehr lang, die Fitte. Na, so was Langes. Unglaublich, ich spreche. Das ist ein paar Fusserl. What do you want? I'm sorry. Excuse me. Ich habe keine Ahnung, ob das ist. I want to light this candle. Herr, der Herr Landesgerichtsrat Bachmeier. Bitte um Verzeihung, wir haben ja vereinbart, dass wir uns nicht mehr kennen. Ja, allerdings. Aber nachdem man schon dazu bald zusammenführt, wollte Sie fragen, wissen Sie vielleicht, wem diese schöne Villa gehört? Selbstverständlich, das ist die rückwärtige Front von der Pension daheim. Das ist die Pension daheim? Ui, das ist ja die teuerste. Also, Herr Rat, oh, Verzeihung, Herr Unbekannter, guten Aufenthalt. Danke, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das heißt, guten Tag. Mein Gott, im Bad, da werden die Herren halt öfters ein bisschen zudringen. Unverschämbar. Als ich in meine Kabine gehen wollte, stellt er sich mir entgegen, versperrt mir den Weg, umarmt mich und will mich küssen. Liebe Frau Scherzer, Sie müssen mir versprechen, diesem Herrn, Ebeseder, gründlich den Kopf zu machen. Ja, machen wir. Meine liebe gnädige Frau, zur Strafe, dass Sie uns so lange haben im Wasser sitzen lassen, müssen Sie jetzt ein Glas Shampoo mit uns trinken? Aber meine Herren, ich kann doch nicht am helllichten Tag und in diesem Kostüm. Glauben Sie mir, liebe Frau von Seewald, ich habe schon in ganz anderen Kostümen Shampoos getrunken. Na, wenn Sie meinen, bitte halten Sie einen Augenblick. Ich will keine Spaßverderberin sein. Bravo, bravo, bravo. Auf in die Hausbar. Ja. Kommen Sie. Also das ist die Pension, in der die Frau von Seewald logiert, hä? Wohl, wohl. Ist das ein bloßer Verdacht Ihrerseits oder haben Sie Beweise, dass diese Frau von Seewald jene Frau von Seewald ist, die ich hier zu finden hoffe? Wohl, wohl. Sollten Sie aber die Absicht haben, mich zu täuschen, und mir ein leeres Zimmer anzuhängen, so kann ich Sie wegen Irreführung der Behörde gerichtlich belangen. Wohl, wohl.
Nur Paragraph 320. Wohl, wohl. Wohl, wohl. Ja, sagen Sie, heißt also diese Frau von Seewald wirklich Frau von Seewald? Oder nicht vielleicht? Seewald, Seeblick, Seestern, Seeblick oder irgendein anderer Ihrer führender Name? Wohl, wohl. Sagen Sie mal blöderweise wohl, wohl, sagen Sie kurz und bin ich ja. Wohl, wohl. Sehr Idiot. Wohl, wohl. Ja, gnädige Frau, Sie sind hier, das ist aber eine liebe Überraschung. Oh, jetzt erkenne ich Sie erst. Herr Landesgerichtsrat Bachmeier, nicht wahr? Wohl, wohl. Ist das aber ein Zufall? Ich komme so, das ist wirklich ein zufälliger Zufall. Ich hätte jetzt beinahe nicht erkannt. So fesch sehen Sie aus. Um 10 Jahre jünger, stimmt's? Ja. Die Frau schaut auch ganz anders aus als wie damals im Amt. Ja. So im Strandanzug hätte ich auch schwerlich vor dem gestrengen Herrn Landesgerichtsrat erscheinen dürfen. Obwohl, es wäre eine ganz nette Abwechslung gewesen. So. Na, meine Frau, bitte. Sie schauen wirklich himmlisch aus. Und so vergnügt. Wirklich? Ja. Ach, dabei habe ich mich heute schon so geärgert. Ja, warum denn? Es gibt Männer, die unverschämt werden, wenn sie einer schutzlosen Frau gegenüberstehen. Ja, wieso? Hat sich jemand erlaubt? Ja, ein gewisser Herr Ebeseder. Ebeseder, bitte, Vorname, Alter, Beruf, Vorstrafen. Ach so, bitte, bitte, ich stelle den Mann sofort zur Rede. Und ich schnauze ihm an, dass er daran denken wird. Ja, das wäre reizend von Ihnen, Herr Rat. Ich danke Ihnen. Wie schön wäre es, wenn Sie längere Zeit hier blieben. Ich bliebe ja. Ich bleibe. Ich bleibe. Na also, dann werden wir uns ja hoffentlich oft wiedersehen. Bitte, Gnefer. So oft Sie wünschen. Verzeihung, ich muss nämlich jetzt auf die Post. Ich habe mir da 400 Schilling telegrafisch anweisen lassen. Ich bin ein bisschen, damit ich nicht in Verlegenheit komme. Also jetzt, ich schaue, ich habe das Geld schon eingetroffen. Gut, also, lieber Herr Rat, ja. Auf Wiedersehen. Küsschen, liebe Frau. Ah, Sie sind ja parfümiert. Ja, Chanel Nummer 5. Diese Männer. Na, schönste aller Strohwitwen, das ist aber nicht nett von Ihnen, dass Sie sich über mich beschwert haben. Frau Schatz hat mir bereits mit Ihrem Herrn Gemahlin Teplowitz gedroht. Ich zittere jetzt schon am ganzen Körper. Brrr. Sie sind schon wieder unverschämt. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ja, gnädigste. Wollen Sie mich endlich in Ruhe lassen? Nein, so leicht gibt sich ein Ebeseder nicht geschlagen. Lassen Sie mich sofort los! Ach, machen Sie doch keine solchen Geschichten. Herr, was erlauben Sie sich? Oho. Deine Frechheit sondergleichen, eine Dame so zu belästigen. Dann mischen Sie sich nicht in fremde Angelegenheiten. Sie haben die Dame belästigt. Sonst geht sie gar nichts an. Höchstens den Gatten dieser Dame. Wer bin ich? Nein, ist das aber eine liebe Überraschung. Der Herr Gemahl. Ja, das ist Frau Scherzer, unsere liebe Pensionsmama. Angenehm. Sie bleiben nicht natürlich längere Zeit bei Ihrer lieben Frau Gemahl. Bitte, ich möchte erst zu Protokoll. Na, Hauptsache, geben. Dass Sie da sind. Leider habe ich gerade nichts Passendes frei. Ich meine, ein Zimmer mit 2 Betten. Hm? Aber Ihr Zimmernachbar, der Herr Ebeseder, wird einfach delogiert. Sie verdienen ohne diese kleine Strafe. Sie räumen Nummer 2 und kommen auf Nummer 6. Dann haben die Herrschaften wenigstens 2 nebeneinander liegende Zimmer. Ja, bitte, geben Sie mir mal die Meldezettel her. Passen Sie auf, der Herr Ebeseder, der übersiedelt von Nummer 2 auf Nummer 6. Wohl, wohl. Und auf Nummer 2, da kommt der Herr von Seewald. Wohl, wohl. Das ist ja eine schreckliche Situation. Man kann doch die Leute unmöglich in den Glauben lassen, dass ich... Sie müssen unbedingt... Du musst. Sie müssen du zu mir sagen. Ich habe mir gestattet, Ihren Meldezettel auszufüllen, Herr von Seewald. Nur Ihr Vorname fehlt noch. Leopold. Aber Fritz, mach doch keine Witze. Ich nenne ihn nämlich öfter zum Spaß Leopold. Aber Fritz, das ist dein richtiger Vorname, nicht wahr? Ja. Ihr Alter, bitte. 56. Vorüber. So, darf ich jetzt um Ihre Unterschrift bitten? Muss denn das sein? Natürlich, wegen der Behörde. Ach, der Teufel soll die Behörde holen. Entschuldigen Sie einen Augenblick. Ich kann doch unmöglich den Meldezettel unterschreiben, das ist eine Falschmeldung, Paragraph 320. Mein Gott, Sie können mich doch jetzt nicht blamieren. Ach, gut, kennen wir das schon. Nun haben Sie schon unterschrieben, Herr von Seewald? Bitte. Danke. Darf ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer zeigen? Ich bin nicht neugierig. Aber es wäre schon besser, damit ich sehe, ob es Ihnen auch recht ist. Aber mir ist alles recht. Also bitteschön. Na komm, Liebling. Na, was machst du denn für ein Gesicht? Na,
gnädigen Frau. Gefällt es Ihnen? Ja. Dann wünsche ich Ihnen einen recht guten Aufenthalt. Danke. Ihr Gefäß lassen Sie den gleich rausschicken. Ja. Ganz einmal zu, den Meldezettel vom Herrn von Seewald. Den tragen Sie mir gleich hinüber aufs Gemeindeamt. Und wohl, nachher kommen Sie zu mir in die Kanzlei. Den Meldezettel aufs Gemeindeamt, ja. Den Koffer von Nummer 2, den gebe ich noch her. Diese Pensionsmutter, die hat mir da was eingekocht. So jung. Nur fort. Ach, schade, Papst, dass du heute nicht im Strandbad warst. Heute wäre es nämlich... Was? Uje. Was hast du denn? Oh, nichts, gar nichts. Ja, vom Seewald, ihr Gebet ist immer noch herunter. Ja. So eine Schlamperei. Der Florian wird das sofort hinaufbringen. Darf ich die Herrschaften gleich miteinander bekannt machen? Ja, aber das ist doch... Herr von Seewald, Textilfabrikant aus Teplowitz, der soeben angekommen ist. Habe ich Sie nicht schon gestern gesehen? Nein, das ist nicht möglich, weil bin ich erst den Moment gekommen. Bin ich jetzt herangekommen. Ähnlichkeit. Stuppöck. Doppelgänger vielleicht. Herr Kreisgerichtspräsident von Waltersheim. Ja, ist... Mein Respekt, Herr Kreisgerichtspräsident. Ja, Sie kennen mich? Na, jo, Badistas. Badistas. Freut mich jedenfalls sehr. Hier meine Tochter Lilly. Kennen Sie vielleicht meine Tochter schon aus Wien? Nein, ich kenne sie nicht. Teplowitz bin ich. Kennst du Herrn Seewald schon von früher? Ich kann mich nicht erinnern. Bitte um Entschuldigung, ich muss mich jetzt umkleiden gehen. Bitte auch mich zu Ihnen. Entschuldige, ich möchte mir auch den Stab, den Reisestab von den... Ja, aber Herr von Seewald, Sie werden doch nicht selbst, dass wir sofort hinaufgebracht. Nein, nein. Da ist er ja schon, der Florian. Also, Florian, oh, rasch das Gepäck auf Nummer 2. Ah, meine verehrteste gnädige Frau. Grüß Gott, Herr Präsident. Gut, dass Sie kommen. Wollte gerade Ihren Herrn Gemahl bitten, dass Sie beide heute Mittag meine Gäste sind. Gerne, Herr Präsident. Ich hatte allerdings eben mit meinem Mann gesprochen, dass wir heute... Nicht wahr, Liebling? Ja? Ja, wir wollten doch heute Mittag und Nachmittag mit dem Mai aus Teplowitz... Ja, Liebling, mit dem Teplowitz und mit dem Teplowitzer Meier wollten... Meier aus Teplowitz, sagen Sie, ist das der Generaldirektor Meier von der Jutefabrik? Ja, der Jutemeier. Der General, nämlich... Er ist ein guter Freund von mir, von uns, von sehr gut. Sie sind befreundet. Ein Du-Freund. So, den habe ich vergangenes Jahr zu 8 Monaten Kerker verurteilt. Wegen betrügerischer Krieder. Ah, Paragraf 205a. Ja, der hat seine 8 Monate bekommen. Ach, Mann. Nee, darum habe ich mich so lange schon nicht gesehen. Was sagst du zu dem Meier? Ja, wir müssen jetzt wirklich gehen. Wir machen nämlich einen Nachmittagsausflug auf den See. Machen wir ohne Meier? Speisen wir eben ein andermal zusammen. Wenn Sie mir gestatten, werde ich Sie zum See begleiten. Ja, gerne, Herr Präsident. Sagst du, der Meier, ich bin baff. Ich verkehre mit dem Mann nicht mehr. Hallo, Sie. Hier wohnt doch Frau Seewald. Wohl, wohl. Welches ist Ihr Zimmer? Im ersten Stock, Nummer 1. Ist die Frau um? Nein, sie hat einen Ausflug gemacht. So. Sagen Sie, das Zimmer neben Nummer 1, vermutlich Nummer 2, ist das besetzt? Wohl, wohl. Schade. Kann man da nicht einen kleinen Zimmertausch vornehmen? Wer wohnt denn auf Nummer 2? Der Herr von Seewald. Ist ja herrlich, schon reserviert. Reinste Gedankenübertragung. Glauben Sie an Telepathie? Wohl, wohl. Die Post ist aber jetzt zugesperrt. Hier ist der Gepäckschein von der Bahn. Ja. Und meinen Koffer können Sie gleich auf Nummer 2 bringen. Das geht ja nicht. Das Gepäck von Herrn Seewald ist schon drin. Aber der Herr Seewald bin doch ich. Oh nein. Der Herr von Seewald ist ja schon früher gekommen. Das weiß ich nicht. Bin ich's oder bin ich's nicht? Nein, Sie sind's nicht. Der andere ist es. Geben Sie acht, Sie fahren in das Boot. Ausgeschlossen. Das kann mir nicht passieren. Na, aufpassen. Was habe ich noch hier? Können Sie mich rammen?
Herber. Ich hab gar nicht gewusst, dass Sie so ein Sportler sind. Ja. Ich war ja schon in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Radfahrer. Am Motorrad, mein Freund hat ein Motorrad und am Sozius. Jetzt bin ich. Sie steigen immer mehr in meine Achtung. Mir imponieren sportliche Männer. Schwimmen können Sie natürlich auch. Ja. Ja, das ist fein. Da müssen wir morgen gleich in den See hinausschwimmen. Morgen schon? Ja, ganz weit hinaus. Nein, nicht weit. Man ist ja doch nicht der Jüngste. Und bin lieber im Seichten. Aber bitte, gnädige Frau, für Sie mache ich alles. Na ja, raten, mir scheint, Sie sind ein verkappter Don Juan. Ja, aber nur bei Ihnen. Für mich waren die Frauen bisher das rote Tuch. Aber seit ich Sie kenne, kenne ich mich selbst nicht mehr. Sie kennen Herrn Seewald? Wohl, das ist ja der Mann von der Frau Seewald. Ach, Idiot. Das hat der Herr Seewald auch zu mir gesagt. Ja, Fritz, du bist hier. Grüß dich. Servus. Darf ich vorstellen, mein Freund Fritz Seewald? Meine zukünftige Gattin Lilli Waltersheim. Freut mich. Sag, bist du eben erst angekommen? Ja, das heißt, laut Gästebuch bin ich längst schon da und wohne auf Nummer 2 neben meiner Frau. Ich verstehe die ganze Geschichte eigentlich nicht. Aber ich verstehe. Der Herr Landesgerichtsrat Bachmeier. Der ist hier. Jawohl. Und jetzt fallen Sie bitte ja nicht um. Der wohnt auf Nummer 2 als Herr Seewald. Das ist doch nicht möglich. Oh ja, beim Herrn Rat Leopold Bachmeier ist alles möglich. Na, warte, der soll mich kennenlernen. Gott, meine Herrschaft. Wie die Frau, ein neuer Gast. Sehr erfreut. Sie können gleich Nummer 8 beziehen. Bitte, sehr wollen Sie den Meldezettel ausfüllen? Bitte schön. Jetzt gib mir mal acht. Landesgerichtsrat Leopold Bachmeier. Schau. Unser Zusammentreffen hier in Felden war also doch kein Zufall. Da sieht man wieder, ein Mann wie der andere. Glauben Sie? Hm? Jetzt ist ich bin. Hanna. Was denn? Nein, ich hab geglaubt, ich bin das Schotter. Ja. Ich muss allerdings feststellen, Sie haben sich mir gegenüber sehr ritterlich genommen. Ist er? Ja. Ach so. Jo. Die Folgen habe ich allerdings nicht voraussehen können. Sind doch nicht so schlimm. Aber jetzt müssen Sie allerdings Ihre Rolle als mein Mann weiterspielen, verstehen Sie? Wieso? Sie müssen mir ab und zu die Hand küssen. Sie müssen Mausi zu mir sagen. Mausi. Jetzt ist doch niemand da. Ja, das ist ja das Schöne. Nein. Glauben Sie mir, Frau? Ja, natürlich, das ist ja das Schoppel. Kennen Sie das Lied? Nein. Schoppel? Ja. Was ist das, ein Schoppel? Schoppel, wie soll ich das erklären? Das ist ein Potscherl. So ein Dummerl, ne? So ein naives Dingerl halt. Ach, das ist schön. Das ist ja immer im Radio, hören wir das immer an. So ist es sehr gehört. Und wenn ich so auf die Nacht immer so allein zu Hause sitze. Warum sitzen Sie immer allein zu Hause? Weil ich halt nicht gern ausgehe. Warum gehen Sie nicht gern aus? Weil ich halt gern zu Hause bin. Du bist nur ein kleines Schopper, sei doch nur ein bisschen gescheit. Liebe, das ist du bist ja noch so jung, hast doch nie geküsst. So weißt du auch noch nicht, wie schön die Liebe ist. Ja, du bist nur ein kleines Schopper. Denk dir, Herzog, alles nein. Um jeden Kuss ist Schatz, drum sei doch nicht so fad. Geht shoppen, sei gescheit. Jetzt kommt ein bisschen gewagt. Der Weg ins Paradies ist sogar so groß. Geht shoppen, sei gescheit. Ich
bist ja noch so jung. Die Farbe zieht sich ein bisschen mit. Du weißt ja noch nicht, wie schön die Liebe ist dir. Das ist sehr glücklich. Das ist mein schönster Tag. Seit der Firmung. So ein Wein, bitte. Nein, ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Na, so nachdenklich. Also, andiamo. Guten Tag. Es ist eben traurig, wenn man seine Frau nicht mal 24 Stunden allein lassen kann. Aber er hat sich doch nur als mein Mann ausgegeben, um mich vor Zudringlichkeiten zu schützen. Sehr schön, von einem Landesgerichtsrat aus Galanterie eine Falschmeldung zu begehen. Immerhin ist er denn nachgereist, der verliebte Kater. Und jetzt zappelt er im Netz. Und ich lasse ihn zappeln. Ach, Fritz, Liebling, ich bitte dich, reisen wir ab. Meinetwegen nach Teplowitz. Ausgeschlossen. Mir gefällt es plötzlich großartig hier. Aber es kann doch nicht so weitergehen. Man wird Bachmeier für meinen Mann halten. Und dich für meine Geliebten. Es ist mir bedeutend lieber, man bedauert ihn und beneidet mich, als dass man mich bedauern und ihn beneiden würde. Guten Morgen. Wollen Sie Schwimmunterricht nehmen? Ja, sind Sie der Schwimmmeister? Ah, gar keine Spur. Graf schon, Primatier aus Linz. Oh, ja. Warum wollen Sie denn so zeitlich in der Früh schon schwimmen lernen? Ja, mir ist lieber, wenn einem die Leute nicht zuschauen, wissen Sie. Und dann, ich möchte schon bis Mittag kennen. Ist das möglich? Na, jetzt ist der Schwimmmeister nicht hier. Wenn Sie wohl nicht lernen, dass Sie in ein, zwei Stunden schwimmen Sie wie ein alter Hecht. Hilf gut, das war es. Na, kommen Sie, probieren wir es. Ich gehe gerade. Okay, eins und zwei. Eins und zwei. Eins und... Eins und zwei und Apfi! Aufhören, aufhören! Sie müssen entschuldigen. Apfi! Ich bin immer ein bisschen verkühlt. Apfi! Sie hätten in einer anderen Zeit. Apfi! Wir will den Stupf aussuchen können. Apfi! Wildbär! Aussteigen, lass ihn aussteigen lassen. Aber Sie können ja gar nicht schwimmen. Das habe ich auch nicht behauptet. Na ja, warum haben Sie sich dann angetragen? Ich bin doch nur Theoretiker. Theoretiker. Aber mit ein bisschen Wasser was geschluckt. Na, ein schönes bisschen. Ein halber See, mein Lieber. Könnte man Schnupfen anhauen. Oh, Jäger, bitte nehmen Sie doch hier Platz, bitte. Morgen, Frau von Seewald. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Dankeschön. Wollen Sie vielleicht hier Platz nehmen, Jäger? Ja. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Jäger. Wird uns ein besonderes Vergnügen sein. Guten Morgen. Oh, Frau von Seewald, so eine angenehme Überraschung. Sie auch hier in Feld? Ja, ich bin seit kurzer Zeit hier. Na, wie steht denn das Wertebefinden? Der Herr Gemahl auch hier? Ja, gewiss. Gestatten Sie, Herr Kreisgerichtspräsident, Herr... Bachmeier. Landesgerichtsrat Bachmeier. Guten Tag. Bitte wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Kollege. Noch immer allein, noch immer Junggeselle, Herr Landesgerichtsrat? Bedauerlicherweise ja. So jung und schon Landesgerichtsrat? Ja, man arbeitet und strebt. Da wäre ein Mann für dich. Sie sind also noch ledig, Herr Kollege. Ganz ledig, Herr Kollege. Man brettet sich auch so ganz gut durch. Na, und haben Sie noch nie daran gedacht, sich zu verheiraten? Bei diesen Zeiten? Nein. Ich warte, bis ich Oberlandesgerichtsrat bin. Das ist die große Partie für dich, Lilly. Darf ich mich zurückziehen? Wir sehen uns ja da noch im Bad, nicht wahr? Na, nie, aber nein. Nein. Aber geh. Lass mich doch auf. Wer da hat meinen Hut? Sind Sie doch den Hut her? Tut das ein neuer Hut? Kind, schaut euch sowas an, wie der jetzt ausschaut. Ich bin unglaublich. Aber, so was Kindisches, den ganzen Hut haben Sie mir verbunden. Guten Morgen, Herr von Seewald. Sie scheinen ja hier bereits der Hahn im Vorbild zu sein. Aber, ich habe mich so geärgert. Wissen Sie, die Damen,
schupfen mich in die Höhe und kreisen mich, ich wollte gleich weg, aber... Darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte, aber es muss geschwind sein. Um was handelt es sich denn? Sie wohnen doch auf Nummer 2, nicht wahr? Ja. Und man hat vorhin am Strand davon gesprochen, dass ein gewisser Landesgerichtsrat Bachmeier soeben angekommen sei. Und der neu angekommene Rat Bachmeier wohnt eben auf Nummer 8. Der Teplowitzer? Ihre Gattin wohnt doch auf Nummer 1, nicht wahr? Schauen Sie, Fräulein, reden Sie nicht so daher. Sie wissen sehr gut, dass ich keine Frau habe. Und im Übrigen möchte ich Sie bitten, sich daran zu halten, wie wir es besprochen haben. Ach, Sie meinen, dass wir uns nicht mehr kennen? Ja, aber mit Vergnügen, Herr Rat. Oh, Verzeihung, Herr Unbekannter. Eben. Immer unangenehm. Guten Morgen, Herr von Seewald. Guten Morgen. Nee, Sie haben doch gesagt, Sie fahren nach Teplowitz. Jetzt sind Sie doch gekommen. Ja, warum denn nicht? Ja, warum? Wie können Sie sich überhaupt erlauben, als Landesgerichtsrat Bachmeier auszugehen? Was eine Frechheit. Das sagen Sie? Ja? Sie haben doch zuerst eine Falschmeldung begangen. Ich? Paragraph 346. Paragraph 320, zitieren Sie nicht immer falsch. Ich bin ja auch erst ganz kurze Zeit Landesgerichtsrat. Also muss ich Ihnen sagen, ich habe Sie, man hat Sie nicht hier erwartet. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich gehe ja auch schon. Ja. Ihre Frau Gemahlin erwartet mich nämlich mit Ungeduld. Wiedersehen, Herr von Seewald. Der hat man noch gehört. Sagt er fährt nach Teplowitz, dann taucht er einmal mit der Tau auf. Servus, Fräulein. Ich habe da eine telegrafische Anweisung auf 400 Schilling für Herrn Landesgerichtsrat Bachmeier. Ja, bin ich. Bachmeier, bitte geben Sie mir das gleich. Ja, aber drauf. Ich kenne Sie nicht. Was? Haben Sie vielleicht ein Dokument? Ja, habe ich auch. Also, wo habe ich denn? Hinten, wo habe ich denn die Brieftaschen? Ist mir wahrscheinlich bei einer Aufschupfen. Aber schauen Sie, was brauche ich denn ein Dokument, wenn ich Ihnen sage, ich bin der Landesgerichtsrat Bachmeier und Pasta. Ja, von der Pasta habe ich nichts. Es ist Vorschrift. Kennst, kommen Sie mal her. Ja, sagen Sie den Herrn, wer ich bin. Das ist der Herr von Seewald. Ah, Herr Seewald. Nein, nein. Das, schauen Sie, was weiß denn der Mensch? Der ist doch beschränkt. Das Geld ist für mich bestimmt. Das können Sie mal ganz ruhig geben. Ja, da muss Sie jemand akkustieren. Das ist gescheit, bitte, liebes Fräulein. Sie müssen mir da helfen. Sie wünschen, mein Herr? Sagen Sie den Herrn, wer ich bin. Ich kenne Sie nicht. Hä? Dieser Himmel, fix noch einmal, so gibst du endlich das Geld her. Ich reise nicht mit mir, ich bin in Dienst. So, bitte, ich hab doch nicht geschrien. Schauen Sie, Herr Briefträger, machen wir die Sache so. Nehmen Sie 10 Schilling für Ihre Bemühungen und folgen Sie. Ja, Herr, ja, an. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Ding, das ist ein... Verleitung zum Missbrauch der Amtsgewalt. Falsch, falsch. Das Verleitung zur Geschenkannahme in Amtssachen, Paragraph 504. Sie Idiot. Sie was, haben Sie gesagt? Idiot? Ja, was fragen Sie, wenn Sie sich gehört haben, hä? Was Sie, ich mach ich. Ich bin kein gewöhnlicher Idiot. Ja, tut mir nicht so um und ich bin eine Amtsperson, ja, verstanden? Ja. Ich habe eine Amtsbeleidigung. Zeig es an. Gehen Sie fort und zeig es an. Zeig es an. Soll er gehen, sonst gehen. Da ist der Landesgerichtsrat Bachmeier. Ja? Das ist Landesgerichtsrat, hier habe ich 400 Schilling. Für mich? Dieser Herr hat das wohl geht retour. Ich brauche das Geld nicht mehr. Das können Sie aber nicht machen. Wir haben so ein paar Zigaretten. Oh, danke, Herr Landesgerichtsrat. Lassen Sie keinen in der Freien. Ja, ja, Mensch. Das ist ja unmöglich. Ja, Herrn, ich muss das Geld unbedingt haben. Pardon, ich kann doch über mein Geld disponieren, wie ich will. Ja, ich brauche es nicht mehr. Ich brauche es. Ich kann ja sonst nicht wegfahren. Tut mir ich leid. Ach, mein Lieber. Ich bitte dich, Fritz, mach doch dieser Sache ein Ende. Da spielen wir doch lieber ein kleines Poker, meine Herren. Das ist eine Idee. Sie spielen doch mit, Herr Seewald. Nein, nein. Erstens habe ich keine Zeit und zweitens ist ein Pokerhasard. Paragraph 522. Ach, was Paragraph? Herr Episode, ich würde Ihnen raten, ein wenig schlafen zu gehen. Ja, wozu denn? Ich habe schon 36 Stunden nicht geschlafen. Ach. Also los, spielen wir. Sie spielen doch mit. Ich habe noch nie gepokert. Was? Höchstens einmal gekickt. Aber in 5 Minuten haben Sie es gelernt. Darf man auch ein bisschen kiwitzen, meine Herren? Bachmeier ist mein Name. Wartstück. Bruder Sam, Ewe Seder, Sie sind der Herr von Nummer 8. Ja, warum? Was meinen Sie damit? Och, nichts, gar nichts. Also, wollen wir spielen, meine Herren? Bitte? Bitte? Spielen Sie nicht mit, Herr Seewald? Nein. Ja, was ist denn? Fehlt Ihnen was? Ja, entschuldigen Sie sich, meine Frau. Aber ich muss mir meinen Koffer packen. Um Gottes Willen, wollen Sie fort? Ja, ich muss fort.
Ich werde versuchen, in einer Viertelstunde geht der Zug. Ja, aber mein Gott, wissen Sie nicht, dass Ihre Abreise mich in der ärgsten Weise kompromittieren muss? Ja, aber schauen Sie, Gnädige Frau, ich weiß nicht, dass ich bis jetzt bei jedem Schritt einen Paragraphen übertritt. Bis jetzt habe ich ja schon 3 Jahre und 6 Monate zusammen, nicht? Ich muss fort, ich muss fort. Ausgerechnet jetzt. Haben Sie nicht gemerkt, diese niederträchtigen Blicke des Herrn Ebeseder? Ach, dieser Mensch, das ist ja so ein... Sie können mich jetzt nicht im Stich lassen, Herr Rat. Ja, wenn ich Sie bitte zu bleiben, dann bleiben Sie, ja? Auch nicht mir zuliebe? Na? Nee. Schafferl. Die Frau, bitte geben Sie mir 1000 Schilling aus meinem Depot. Ja, ja, sofort. Was sagen Sie zu mir, so ein Pech? 300 Schilling zu verlieren? Wissen Sie an wen? An Professor Bottesheim, diesen Patzer, den ich das Kartenspiel beigebracht habe. Prost. Der hat 300 Schilling gewonnen? 300 Schilling von mir und 200 Schilling von Ebeseder. So? Da sind Ihre 1000 Schilling. Ja, richtig, Ihr Chauffeur ist vorhin da gewesen, er hat das Auto rückwärts hinter dem Haus hingestellt. Der Schlüssel steckt, lasst das ab. Ja, ist schon gut, der hat heute freien Tag. Ist auch interessant, dass Sie... Ist die Frau Scherzer da? Nein, die ist gerade weggegangen. Ach, Herr von Seemann, dann sind Sie vielleicht so liebenswürdig. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, und übernehmen mir einstweilen diese 300 Schillinge. Ja, was mache ich damit? Was soll ich denn? Ja, ich möchte es nicht gerne bei mir tragen, aus Angst, dass ich es vielleicht wieder verlieren könnte da drinnen. Darum bitte ich Sie, heben Sie mir es einstweilen auf. Bitte schön. Ich habe nämlich noch 200 Schillinge gewonnen. Mit denen spiele ich jetzt weiter. Die riskiere ich. Wollen wir nicht auch ein bisschen mitpokern? Ja, ich kann ja gar nicht pokern. Das macht er nicht, das lernt man in 5 Minuten. Der hat es in 3 Minuten gelernt. Bitte, und hat ja 500 Schilling hat er gewonnen. Na also, umso besser. Kommen Sie, gehen Sie. Wir gewinnen bestimmt. Danke. Ja? Vielleicht sind Sie mein Maskottchen. Ich habe soeben telefonisch mit dem Justizminister in Wien über den Landesgerichtsrat Bachmeier gesprochen. Du weißt doch, der Minister ist ein ehemaliger Schulkamerad von mir. Aber so lass dir doch erklären, Papa. Also, ich ersuche dich zum letzten Mal, deinen Widerspruch aufzugeben, ja? Kurz, der Minister hat mir versprochen, sich gleich über Bachmeier Bericht geben zu lassen und im Falle einer günstigen Erledigung seine Ernennung zum Oberlandesgerichtsrat zugesagt. Aus ist. Ach, wenn ich nur nicht gespült hätte, Was war denn für ein Geschrei, wenn die lumpigen 300 aber Schilling... Aber was reden Sie denn? Was wissen denn Sie, was das für 300 Schilling waren, die mir der Herr da abgenommen hat? Na, aber machen Sie nicht so einen Wirbel. Wegen dem bisschen Geld. Und überhaupt nicht, das Spiel gilt nichts, weil Sie betrunken sind. Geben Sie sofort das ganze Geld wieder zurück. So besoffen bin ich wieder nicht. Schicken Sie mir nicht immer ein, ich vertrage ja nicht so viel. Aber ja. Aber nein, ich bin periodischer Abstinenzler. Das ist gemogelt hat er, gemogelt wie ein Raubritter. Das lasse ich mir nicht bieten. Aber ich bitte. Diese Hemd der Casanova. Eine Unverschämtheit. Herr Ebeseder, machen Sie keinen Skandal. Sie mischen sich überhaupt nicht rein. Sie und der Herr Seewald sollten lieber vor Ihrer eigenen Tür kehren. Bei der Tür geht sie gar nichts an. Und überhaupt sind Sie nicht frech. Sie wissen nicht, wer ich bin. Oh doch, ein gehörnter Siegfried sind Sie, ein trauriger Menelaus. Ein Hirsch. Ich bin ein Hirsch, Sie Herr. Was wollen Sie damit sagen? Darüber könnte Ihnen der Herr von Zimmer Nummer 8, der Herr Rat Bachmeier, besser Auskunft geben. Oder Ihre Frau Gemahlin. So eine Impertinenz. Das geht auf Sie. Pardon, es betrifft aber in erster Linie Ihre Frau. Jawohl, mich. Diese beleidigende Verdächtigung darfst du nicht ruhig hinnehmen. Dieser Herr muss Ihnen Genugtuung geben. Jawohl, vollste Genugtuung. Und Sie werden sich auf der Stelle entschuldigen. Ah, so billig machen wir es dem Herrn nicht. Sie als der beleidigte Ehegatte müssen diesen Herrn unbedingt zum Duell fordern. Duell? Da gab es 100... Ach, mein Herr, vielleicht lässt sich die ganze Sache doch noch in Güte ordnen. Ausgeschlossen, ein Duell ist unvermeidlich. Wer sind Ihre Zeugen? Hier wird keine vorgeladen. Na, ich meine, Sekundanten. Selbstverständlich stehe ich Ihnen zur Verfügung, vielleicht mit Herrn Krautstoffel. Es wird mir ein Vergnügen sein. Mir nicht. Aber Herr Landesgerichtsrat, wir können doch heutzutage kein Duell. So etwas gibt es doch gar nicht mehr. Aber Herr Professor, es handelt sich doch nur um einen Spaß. Machen Sie ruhig mit. Herr Professor Podersam sekundiert Herrn Ebeseder. Ja, nicht gern, aber wenn es sein muss. Es fehlt noch ein zweiter Zeuge. Stimmt, zweiter Zeuge. Die Sache muss vertagt werden. Der Mann soll sich entschuldigen. Nein, das Duell muss auf der Stelle ausgetragen werden. Bitte, ist der Kreisrichtungspräsident da? Nein, aber bleiben Sie hier. Sie werden Herrn Ebeseder sekundieren, ja? Wohl. Was soll ich? Das werden Sie alles erfahren. Bringen Sie nach dem kleinen Wäldchen hinter der Pension sofort eine tragbare und Verbandszeug, ja? Wohl. Ist Wegsturm? Hm?
Noch nicht. Jolo. Tun Sie, was ich gesagt habe, ja? Wohl. Es fehlen aber die Waffen. Klampere, sind ja keine Waffen da. Ich werde schon Waffen auftreiben. Endlich einmal eine Abwechslung in diesem Haus. Ein Duell. Ich gebe meinen Jagdanzug an zu Gott. Ich muss mich sofort im Konversationslexikon über die Vorgänge bei einem Zweikampf informieren. Ja, sehr richtig, Herr Professor. Schauen Sie nur genau nach, damit wir nichts vergessen. Bitte, Frau. Ja, was ist das? Ich habe eine Bitte. Hätten Sie zwei Pistolen? Ja, um Gottes Willen, wollen Sie wen umbringen? Nein, nein, es handelt sich nur um einen Scherz. Ja, ich habe schon noch Pistolen aus der Zeit, wo ich die Schützenliesel gesungen habe in St. Pölten. Ah, na wunderbar, also bitte her ja, damit. Dann ja, kommen Sie gleich hin. Also, mein Herr, los, wir haben ja keine Zeit. Meine Herren, bitte sofort auf die Plätze und keine Müdigkeit vorschützen. Wo ist denn der Herr Krautstoffel? Ja, der ist einen Moment auf sein Zimmer gegangen. Der will nämlich bei der Schießerei unbedingt seinen Jagdanzug anhaben. Na, er soll sich beeilen und ich komme mit den Waffen so, sofort nach. Ja, also, dann los. Auf in den Kampf. Hurra! Das muss mir passieren. Das ist ja schrecklich. Fräulein, ach, Sie schicken mir der liebe Himmel. Was ist denn los? Sagen Sie bitte, wo ist denn der Dr. Hofstetten? Ihr Bräutigam. Nicht so laut. Papa weiß ja noch gar nichts von Hofstetten. Ja? Und er darf auch nichts davon erfahren. Es gäbe einen riesigen Skandal. Bitte. Aber bitte, Fräulein, da müssen Sie so lieb sein. Und müssen Sie mir 300 Schilling buben. Ich? Ja? Unmöglich. Ich habe doch kein Geld. Ich muss es aber haben, Fräulein. Aber das ganze Geld hat doch Papa. Nehmen Sie es aus der Brieftasche. Was? Das ist doch... Ja, ich weiß, Verleitung zum Familiendiebstahl, Paragraph 5 und 460. Aber ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich bin in furchtbarster Verlegenheit. Aber ich habe auch kein Geld. Ich kann Ihnen wirklich muss nicht helfen. Muss, bitte. Wenn Sie mir das Geld nicht binnen 10 Minuten geben, so bleibt mir nichts anderes übrig. Dann muss ich heute dem Papa sagen, dass ich ein Techtelmechtel mit dem Dr. Hofstetten. Aber Herr Rat, das ist doch gefährliche Drohung. Falsch. Das ist ja Erpressung. Paragraph 98. Kinder. Ich weiß ja nicht mehr, was ich tun soll. Aber sind Sie doch nicht so nervös? Ja, nein, bitte, sind Sie nicht böse. Es ist mir momentan, wissen Sie, meine Nervosität. Es gibt halt Situationen, in welcher der anständigste Mensch zum Verbrecher wird. Ja, so ja. Müssen Sie entschuldigen. Aber bitte entschuldigen Sie, ich muss jetzt gehen. Kinder, ich komme immer tiefer hinein. Ja, da ist alles drin. Die Waffen und auch die Munition. Dankeschön. Ich hatte alles. Kommen Sie, wir müssen jetzt gehen. Wir müssen gehen. Der Kerl ist in Stand und schießt mir tot. Aber Sie schießen ganz einfach in die Luft. Was ich sage, mir sagen Sie das, ihm müssen Sie das sagen, er soll in die Luft schießen. Ah, Florian, was haben Sie, ich habe hier ein Telegramm für den Herrn Bachmeier. Ja, da ist er ja gerade. Hm. Gibt's gleich jetzt. Ja, wie ich das sehe, oder was Herr Landesgerichtsrat, bitte schön ein Telegramm. Angezeigt sind Sie schon, verstanden? Und alles andere wird sich finden. Ist recht. Es ist ja unerhört, diese Beleidigung da. Florian, was sagst du? Ein Briefdrucker so angreifen? Ja, wohl, aber ich hab keine Zeit. Für die Grund, mein lieber Florian. Für die Grund. Das ist mir aber unangenehm. Was ist denn das? Oh, nichts. Na, ich soll sofort nach Wien kommen, zum Justizminister. Zum Justizminister? Was will er denn? Bagatelle, ich fahr gar nicht hin. Ja, das ist nicht, man muss ja unbedingt hinfahren. Wann geht denn der nächste Zug? Sie können jetzt nicht ausreißen, das Duell. Das Duell? Ah, das ist sehr schön von Ihnen, dass Sie für eine Dame Ihr Leben riskieren. Da habe ich was davon. Ich bin fertig, gehen wir mal daher. Ja. Hallo. Was? Vergessen Sie ja nicht, in die Luft zu schießen. Na, ihm müssen Sie das sagen, sonst schieße ich in die Luft und ich bin dann der Tupferl. Bei Pistolenforderungen bleiben die Duellanten auf den abgemessenen Endpunkten stehen. Und schießen gleichzeitig auf das Kommando fertig los des Unparteiischen. Na, selbstverständlich werden Sie doch so wie Ihr Gegner in die Luft schießen. Schon gut. Ah, dann ist es. Ach, da kommen Sie ja schon. So, meine Herren, hier sind wir bereits. Ich habe alles mitgebracht. Hier sind die Waffen, sind bereits geladen. Einmaliger Kugelwechsel. Vorsicht, meine Herren. Nicht oben. Wie viele Schritte Distanz? Ich glaube 100. Ich glaube 100 Schritte bis 150. Aber höchstens 10 bis 15. Einverstanden? Warum fragst du denn ihn? Mich müssen Sie fragen. Ich bin ja der Beleidigte. Also, einverstanden, 15 Schritte. Jeder? Gewiss. 30. Also, 30. Die Herren stehen Rücken an Rücken. Das sehen wir uns ja nicht. Herr Professor Podersam wird so freundlich sein, das Kommando zu übernehmen. Dann gehen Sie beide auseinander und beim 15. Schritt wenden Sie. Und es ertönt mein Kommando. Fertig, los! So, jetzt kriege ich Nagelstoß an, ob es aber nicht geht. Na, was ist denn? Da lacht er noch. Man gibt nicht einem Menschen so viel zu trinken, weil man weiß, dass er etwas Wichtiges vorhat.
So was kann ich kennt mich nicht. Es handelt sich um Sein oder Nichtsein. Nein, geht los, ich will in Ruhe. Die Herren Gegner werden gebeten, sich Rücken an Rücken zusammenzustellen. Ich hebe die rechte Hand und zähle langsam bis 15. Dann ertönt das Schusskommando. Fertig, los. Also, meine Herren, ich bitte, Ihre Waffen nachzusehen. Also, fertig, los. Jetzt schon? Nein. Was, ja? Ich zähle langsam bis 15. Ja, ja, der macht mich fertig. Also, ich beginne zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Halt, halt! Was ist denn schon? Bitte sich zu überzeugen, mein Kompagnon, ich meine, mein Gegner macht ganz kleine Schritte. Das ist eine Schiebung. Aber wie können Sie so etwas sagen? Das ist eine Schiebung. Also jetzt bitte endlich wieder zurück auf die Plätze. Na ja, unterbrechen Sie nicht. Bitte, genau. Man wird doch aber noch was sagen dürfen, nicht wahr? Bevor es zu Ende geht, bevor es zu spät ist, nicht wahr? Also, meine Herren, ich bitte doch, Stellung zu nehmen. Rücken an Rücken. So. Was noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aha! Was ist denn los? Da wurde doch geschossen. Himmels Willen, da wurde doch geschossen. Aber erschrecken Sie doch nicht so, gnädige Frau. Scherben schießen tun's halt draußen im Wald. Zu ärgerlich, obwohl ich ihm zweimal gesagt habe, er soll in die Luft schießen. Was war denn los? Ein Duell? Um Gottes Willen, ein Duell? Ja. Hat er denn eben selber getroffen? Nein, aber den Sekundanten. Ein Mörder ist er. Ein Mörder. Er hat mich in den Mittelfinger geschossen. Ruhe, Ruhe. Beruhig dich, Herr Professor. Mein schöner Mittelfinger. Wo ist er denn eigentlich? Des Herrn Ministers habe ich Sie von Ihrem Urlaub zurückberufen, weil ich Ihnen Ihre Ernennung zum Oberlandesgerichtsrat bekannt geben soll. Oberlandesgerichtsrat? Sie kennen wohl den Herrn Minister sehr gut persönlich. Nein, nein. Ich weiß nicht einmal, wer diesen Monat Justizminister ist. Ihr Sinn für Humor hat uns schon immer sehr erfreut. Na, hoffentlich verlieren Sie noch nicht in Ihrem neuen Arbeitsbereich. In Rosenburg. In Rosenburg? In Kärnten? Ja. Über speziellen Wunsch des Herrn Ministers ist Ihnen mit Ihrer Ernennung gleichzeitig die Übernahme eines ziemlich komplizierten Falles, der beim dortigen Kreisgericht anhängig ist, übertragen worden. Ja, pardon, was ist denn das für ein Fall?
Das werden Sie dort erfahren. Eine Sache, die uns das Gemeindeamt Felden übertragen hat. Felden? Um einen gewissen Seewald handelt es sich. Seewald? Kennen Sie ihn vielleicht? Nein, ich hörte den Namen das erste Mal. Also, liegen also Anzeigen gegen ihn vor, wegen Falschmeldung, Duell, Hasardspiel, Autodiebstahl. Wieso? Der Gradstoffe hat doch sein Auto sicher bekommen. Woher wissen Sie, dass das Auto den Gradstoffe gehört hat? Aus dem Akt? Ach, das ist bewundernswert. Dabei halte ich doch den Akt Verkehr. Ja, das ist die Übung. Die Übung. Ach, das ist großartig. Es ist ein Glück, Herr Oberrat, dass Sie den Fall übernehmen. Ja. Ich habe gestern, gleich nachdem er von Wien Ihre Ankunft avisiert wurde, die Zeugen für heute Vormittag um 9 Uhr vorgeladen. Ist noch recht? Ja. Das sind die Frau Scherzer, Ebeseder, Gradstoffel, Bode. Bodesheim. Bode. Bodesheim. Das ist merkwürdig. Also, ich gebe mir die ganze Zeit Mühe, diesen Namen zu entziffern. Sie werfen einen flüchtigen Blick drauf verkehrt. Also, bei mir ist das. Ich lese ja verkehrt genauso. Ob ich den Arzt jetzt so oder so habe, nicht oder. Bodesheim bleibt Bodesheim. Das ist großartig. Mhm. Es ist jetzt 9:30. Wenn Sie recht ist, fangen wir gleich an. Ja, ja. Einen Talar finden Sie für sich im Kasten. Ja, hier wird kein mitgebracht. Man muss der hiesigen Bevölkerung ein bisschen durch Äußerlichkeiten imponieren, Herr Oberrat. Muss denn das sein? Ja, bitte. Ich möchte Sie überhaupt bitten, Herr Oberrat, bei allen Verhandlungen den Talar anzulegen. Wen wollen Sie zuerst vornehmen? Ich glaube, vielleicht den Gemeindepolizisten. Jo. Ihr kennt mich wenigstens nicht. Soll ich Ihnen eine Schreibkraft schreiben? Brauche ich keine. Ich schreibe mir meine Protokolle ohne. Großartig. Das ist großartig. Polizist Klimpfinger. Polizeiinspektor Klimpfinger. Hier. Der Polizeimann hätte auch ruhig später drankommen können. Ich bin in die Pension gekommen, um den Herrn von Seewald, gegen den einige Anzeigen erstattet worden sind, eigenhändig zu verhaften. Und im Falle er widerspenstig ist, ihn sofort zu fesseln. Er war aber nirgends mehr zu finden, der Gauner. Sie, schimpfen Sie nicht. Dazu bin ich da. Weiter. Was war mit dem Beschuldigten? Er war bereits mit dem Auto auf und davon. Na, also, da haben wir es ja. Nie ist die Polizei da, wenn ein Auto gestohlen wird. Sie geben also zu, dass Sie viel zu spät auf den Tatort erschienen sind. Ich habe doch nur meine nötigen Recherchen einholen müssen. Aber gehen Sie, reden Sie nichts. Was ist denn mit dem Auto geschehen? Das hat der Herr Krauthappel wieder zurückgekriegt, weil wir auf dem Bahnhof in Birtschach Mutterseelen allein gefunden haben. Na bitte. Der versuchte Diebstahl des Autos reduziert sich demnach auf unbefugte Benutzung fremden Eigentums. Sehr richtig. Ich bewundere Ihren Scharfsinn, Herr Oberlandesgerichtsrat. Abtreten! Jawohl! Na, bitte, sehen Sie. Und so wird es auch mit den anderen Anzeigen sein. Dieser Seewald ist wahrscheinlich ein ganz anständiger Mensch, der nur durch die Macht der Umstände in Situationen gekommen ist. Er hat aber auch Hasard gespielt. Ja, na, Poker hat er gespielt. Ist denn Poker schon Hasard? Ja, woher wissen Sie, dass es Poker war? In der Anzeige steht, dass er Hasard gespielt hat. Weht man, dass es Poker war? Weht man? Das ist also fabelhaft. Das ist großartig, ja, Herr Oberrat. Das ist großartig. Aber wie wär's denn, wenn man jetzt die anderen Zeugen vornehmen würde? Ja, ja. Zum Beispiel die Frau Sebel? Bitte, ist mir sympathisch. Also ich gehe voraus jetzt in mein Büro. Und wenn Sie mich brauchen, dann rufen Sie mich. Ja, Herr Hofrat, bitte sich gar nicht zu bemühen. Nein, ich sage das später noch nach, wie Sie sich hier fühlen. Ja, bitte. Zeugin Marianne Seewald. Wie lang wird das noch dauern? Ich habe doch mein Haus voller Gäste. Sie sind auch als Zeuge vorgeladen, Herr Rat? Aber, gnädige Frau, viel Ärger. Was angeklagt? Was angeklagt? Was angeklagt, stellen Sie sich vor. Und jetzt soll ich den Prozess gegen mich allein führen? Das ist ja furchtbar. Können Sie sich das vorstellen? Ja, meine Frau, Sie lachen. Aber, mein Gott, warum habe ich mich auch in Sie verlieben müssen? Ich alter Esel. Aber Herr Rat. Ober. Ober? Ja, avanciert bin ich ja auch. Wenn Sie, damit die Blamage umso größer wird, wenn alles aufkommt, und es muss ja alles aufkommen. Aber nein. Also, wie war das? Sie kamen mit dem Auto bis zum Bahnhof nach Birtschach. Und dort habe ich einen Schnellzug erwischt. Das heißt, ich habe nicht direkt erwischt. Und ich bin am fahrenden Zug aufgesprungen. Gottes Willen, haben Sie sich was zugezogen? 20 Schilling Geldstrafe. Ich bin sogar schuldig geblieben. Und dabei kann ich mir nicht erklären, welchem Umstand ich überhaupt diese ganze Sache zu verdanken habe. Diese Versetzung nach Rosenburg und diese ganze Avancement. Also ich glaube, die Sache mit dem Avancement,
kann ich Ihnen erklären. Ja? Waltersheim hat sie protegiert. Waltersheim? Ja, damit der falsche Bachmeier, mein Mann, nicht wahr, auf seine Tochter anbeißt. Also bitte. Und ich muss das Brot ausgießen. Ich werde daher versetzt. Ich muss meine Wohnung verlieren. Verzeihen bitte. Gestatten, dass ich bekannt mache, Herr Hofrat. Werner. Frau von Seewald. Ja. Ich bitte, Frau Zeugin, darf ich bitten, im Nebenraum Platz zu nehmen? Bitte. Das Verhör ist nämlich noch nicht zu Ende. Das ist eine reizende Dame, oder? Ja. Es ist mir schade, dass sie so einen Verbrecher zum Mann hat. Ja. Verbrecher kann man ja eigentlich nicht sagen. Nicht? Es stellt sich immer mehr heraus, dass dieser Herr Seewald das Opfer widriger Umstände geworden ist. Und bitte, und Poker hat er ja auch nicht gespielt. Schwarzer Peter hat er gespielt. Schwarzer Peter. Aber duelliert hat er sich doch. Ne? Auch nicht. Es ist ja in die Luft geschossen worden. Ja, wieso ist dann der Bodersam verwundet worden? Ja, weil er der Depp ist. Nicht? Weil er hat das Fingerl in die Höhe gehalten und hat ab dem probiert so. Nicht? Hat ihn beim Spitzel, hat ihn erwischt. Nicht? Und das durch den Schnagerl. Ich habe das ganz klipp und klar aus der Zeugenaussage, aus den Zeugen verhört, der Frau Seewald entnommen. Nicht wahr? Also ich meine, das Faktum Duellvergehen kann man ruhig fallen lassen. Ruhig. Sind das ja für unbedingtes Ausscheiden des Duelldelikts? Absolute, absolute. Bitte, Herr Hofrat, ich schließe mich damit vollkommen Ihrer Meinung an. Na, und wie ist das mit den anderen Fakten? Bitte, werde ich genau so untersuchen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch sämtliche anderen Anzeigen vollständig aus der Luft gegriffen sind. Und bitte, wo ist er denn überhaupt da? In Kulbad, der Beschuldigte? Das wissen Sie ja noch gar nicht. Die habe ich da nebenan in Gewahrsam bringen lassen, wegen Verständigungsgefahr mit den Zeugen. Da hinein, in das Zimmer, wo die Frau Seewald die Zeugen hinein? Die muss man sofort isolieren. Die muss man ja isolieren. Ja. Darf ich bitten, liebe Frau? Auch Sie, Herr Seewald, bitte. Ach, bitte, Herr Hofrat. Bitte. Möchten Sie nicht so freundlich sein und die ganze Untersuchung gegen meinen Mann einstellen? Ja, meine hochwerte, liebe Frau, wie stellen Sie sich denn das eigentlich vor? Gegen Ihren Herrn Gemahl liegen ja noch eine ganze Menge anderer Anzeigen vor. Die ich noch gründlichst untersuchen werde. Ich bitte, die anderen Zeugen jetzt vorzurufen. Sofort, bitte. Ach, Herr Hofrat, ich bitte Sie, diese peinliche Prozedur macht mich derartig nervös, dass ich ganz schwach werde. Ich hab gefahren. Bitte fassen Sie sich. Mein Stuhl! 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 Ich habe einen Cognac. Ich werde helfen. Aber wir brauchen Sie nicht. Ich gehe einfach auf, Charlotte. Ach, sowas nur. Jetzt sitzt Sie schön in der Dinten und alles Ihreswegen. Sie. Keine Anbeleidigung, Herr Rat. Sie haben ohnehin schon zu viel auf dem Kerbholz. Ja, also bitte moderieren Sie sich. Sie sind hier nicht in einer Bohrhahnfabrik, sondern in einem Gerichtszimmer, nicht wahr? Ach, entschuldigen Sie bitte. Ich habe geglaubt, ich bin immer noch Landesgerichtsrat. Naja, die Umgruppierung fällt mir einigermaßen schwer. Also bitte machen Sie keine Witze. Die Situation, in der ich mich befinde, ist äußerst kritisch. Ja, Sie haben ja auch allerhand angestellt. Gleich ein Dutzend Delikte. Mein Gott, wenn ich bedenke, was ich für 8 Tage noch für ein unbescholtener Charakter war. Na, ich glaube, ich muss Ihnen jetzt heraushelfen. Also kommen Sie mal her. Ziehen Sie rasch Ihren Talar aus. Warum? Na kommen Sie, fragen Sie nicht lang. Wollen Sie, was wollen Sie machen? Rasch her mit dem Talar. Was wollen Sie denn? Das werden Sie gleich sehen. Nein, das geht nicht. Das ist die Anmaßung meines Amtscharakters. Das ist Paragraph 333. Auf eine Übertretung mehr oder weniger darf es Ihnen doch nicht darauf ankommen. Aber was machen wir denn, wenn der Hofrat plötzlich hereinkommt? Na, nur keine Angst. Meine Frau ist doch jetzt ohnmächtig. Das habe ich doch da drin alles mit ihr besprochen. Die hält jetzt den Hofrat fest. Das ist ein Garner. Kinder, die ist abgefärmt. Lassen Sie sämtliche Zeugen eintreten. Sämtliche Zeugen eintreten, bitte. Guten Tag. Morgen. Herren Landesgerichtsrat. Morgen, Herr Landesgerichtsrat. Angeklagter, nehmen Sie jetzt hier Platz. Herr Landesgerichtsrat, dürfte ich eine Bitte hervorbringen? Ja, was wollen Sie denn? Ich möchte bitten, ob ich mich niedersetzen darf. Ich bin sehr schwach auf den Füßen. Ja, bitte. Ich bin hierher nach Rosenburg versetzt worden, um die Affäre Seewald genau zu untersuchen. Bravo. Dieser Herr von Seewald, der hier als vielfach Beschuldigter sitzt, ist uns ja in Felden allen lieb und wert geworden, nicht wahr? Na, mir nicht. Er hat behauptet, ich hätte gemogelt. Das haben Sie auch. Bitte, das habe ich deutlich gesehen. Er hat die Karten gemischt
Und drei hat er weggeworfen und vier hat er schnell wieder aufgehoben. Das ist mir so, wenn das nicht gemogelt ist... Bitte, bitte, Herr Angeklagter. Reden Sie erst, wenn Sie gefragt werden. Aber gemogelt hat er durch. Gemogelt hat er. Also, Herr Ebeseder, was wurde gespielt? Ach, Herr Oberlandesgerichtsherr... Bitte, mein Hut. Verzeihen. Sie haben doch selbst gekiewitzt. Ich habe Sie nicht gefragt, wer gekiewitzt hat, sondern was gespielt wurde. Poker. Schwarzer Peter. Poker. Wenn es also Poker war und nicht Schwarzer Peter, so müsste ich auch die anderen Herrschaften in die Strafsache mit einbeziehen. Immer natürlich vorausgesetzt, dass Poker gespielt wurde. Was ist also gespielt worden? Schwarzer Peter. Ich werde also veranlassen, dass die Anzeige korrigiert wird. Das nächste Faktum. Amtsehrenbeleidigung und versuchte Beamtenbestechung. Zeuge Leubichler! Her! Warum hat sie denn Herr Seewald einen Idioten genannt? Ja, ich kann es mir selbst nicht erklären. Aber vermutlich wohl wegen dem, weil nämlich ich ihm das Geld, das ja Ihnen gehört hat, ich ihm nicht hab geben wollen. Er hat sich nämlich in schwindelhafter Weise hat er sich für Sie ausgegeben. Und er hat auch kein Dokument nicht vorzeigen können, weil er ja sein Dings nicht bei sich gehabt hat, das er in den Ausweis. Aha. Und was haben Sie dann gemacht? Dann habe ich es Ihnen geben wollen. Und Sie haben dann gesagt, das Geld retour. So haben Sie. Es geht retour. Aber haben Sie sich davon überzeugt, dass ich wirklich der Adressat bin? Haben Sie von mir ein Dokument verlangt? Nein, aber der Florian. Was Florian? Ist der Florian vielleicht ein Dokument? Nein. Vorschrift ist Vorschrift. Aber vielleicht waren die 10 Zigaretten, die ich Ihnen gegeben habe, ein Dokument. Es waren bloß 5. Umso ärger. Ja, mein lieber Leubichler, wer so seine Dienstvorschrift verletzt und dann selbst noch die Anzeige macht, die seine Disziplinierung herbeiführen kann. Nun denn, dann ziehe ich die Anzeige bedauerlicherweise retour. Also das Faktum Amtsehrenbeleidigung und Beamtenbestechung scheidet ebenfalls aus. Frau Scherzer, welche Beschuldigungen haben Sie gegen diesen Herrn? Ich? Aber gar keine. Mein Geld habe ich ja auf Helle und Pfennig von seiner Frau bekommen. Na also, dann ist das Faktum Zechprellerei auch erledigt. Sie haben nichts mehr zu fordern und damit basta. Ich danke Ihnen, die Frau. Und deshalb habe ich so lange warten müssen. Auf Wiedersehen, Herr Landesgerichtsrat. Ober. Herr Leubichler, Sie können auch gehen. Fesch ist er in der Toga. Auf Wiedersehen, Herr Landesgerichtsrat. Oha. Verzeihen, Herr Landesgerichtsrat, darf ich um meine Zeugengebühr bitten? Na, wie viel bekommen Sie? Für gewöhnlich 10 Schilling, Herr Landesrat. Na, also zahlen Sie. Ich? Na, ich muss das Gericht bezahlen. Das ist wohl nicht zu glauben. Kommt her. Hier. Danke, Herr Landesgerichtsrat. Auf Wiedersehen. Letztes Faktum, das Duell. Erzählen Sie, Herr Ebeseder, dem Gericht den Vorgang. Ja, aber Herr Oberrat, Sie waren doch persönlich dabei, als Sekundant. Na, haben Sie nicht selbst gesagt, dass mich Herr Seewald zum Duell fordern muss? Sie haben an das Gericht keine Fragen zu stellen. Das ist gegen die Prozessordnung. Sehr richtig. Herr Angeklagter, erzählen Sie selber, wie das Duell war. Bitte? Es war ja eigentlich gar kein Duell, wie man so sagt. Nicht wahr? Es ist ja nur ein Schuss gewechselt worden. Die beiden Gegner sind nämlich noch vor dem Zweikampf zurückgetreten, was natürlich straflos macht. Ja, natürlich. Nach Paragraf 144. Nein, 163. Na ja, man kann es auch nach dem Paragrafen beurteilen. Kann man nicht, weil das ist ja Kindesmord. Na, jedenfalls ist die Sache aus der Welt geschafft. Prost. Prost. Ja, was los? Bitte schön, der Herr Kreisgerichtspräsident Waltersheim ist für den Herrn Hofrat gekommen. Was? Der Herr Kreisgerichtspräsident? Ich lasse bitten. Muss ich jetzt wieder da hinein? Leider, mir fast, tut mir leid, aber ich werde... Ja, bitte, Herr Hofer. Ah, welch ein angenehmer Zufall, Sie hier, den wir brauchen. Ja, lieber Herr Hofer, ich komme halb dienstlich, halb privat.
Dienstlich muss ich Sie fragen, ob der Oberlandesgerichtsrat Bachmeier schon eingetroffen ist. Ja, ich werde ihn sofort verständigen Sie an Oberlandesgerichtsrat Bachmeier, dass der Kreisgerichtspräsident ihn sofort zu sprechen ist. Jawohl. Und privat darf ich Ihnen mitteilen, dass meine Tochter Lilly sich verlobt hat. Ah, oh, nein, das ist aber reizend. Ja, Kreis. Ich bin aber der Geborene. Ich klopft. Ja, was ist, bin ich jetzt ich oder bin ich jetzt Sie? Wer ist denn? Der Herr Kreisgerichtspräsident Waltersheim wünscht Ihnen, Herrn Oberlandesgerichtsrat zu sprechen. Wer ist denn jetzt da? Den Schmidt da. Ich will jetzt gar nicht für Frechheit helfen. Ich muss ihn da haben. Ich muss ihn. Gib mal her. Aber nein, ich muss ihn doch haben. Ich hoffe schon, dass ich. Oh, meine Herren. Geben Sie sich doch keine Mühe, einen alten Praktikus wie mich zu täuschen. Ich habe schon längst alles erfahren. Ja, wer soll das? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Meine Tochter hat mir bereits alles erzählt. Ach, ich muss sie also nicht heiraten. Nein, das wird ein anderer besorgen, der Herr von Hofstetten. Wir haben schon die Ernennung meines zukünftigen Schwiegersohnes zum Richter in Rosenburg und Ihre Rückberufung nach Wien, Herr Oberlandesgerichtsrat. Ja, Ihr altes Dank. Büro erwartet Sie schon. Ja, na fein, davor ja sofort noch nicht. So, und jetzt werde ich gleich dem Herrn Hofrat alles übergeben. Ja, danke Ihnen herzlich, dass mich aus dieser Geschichte herausgerissen haben. Ich war sehr lieb. Danke. Ich wusste, es kommt alles in Ordnung. Danke, liebe Frau Christian. Also auf Wiedersehen. Und Ihren nächsten Urlaub verbringen Sie wieder mit uns in Felden. Ja, 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 ich weiß nicht, aber bitte, jetzt muss ich einmal auf alle Fälle auf ein paar Tage zu meiner Erholung nach